So, Freunde, ihr fragt, Bosch antwortet. Das ist heute unser Thema und damit willkommen zu den Baufunk 24 Werkzeug-News. Heute wieder eine Spezialausgabe mit dem Michael von Bosch. Ja, hallo. Ja, so. Schön, dass ich da sein kann. Und ich freue mich ganz besonders, denn ich freue mich vor allen Dingen, dass ich überhaupt in der Lage bin, heute hier zu stehen, denn ich habe immer noch nach meiner kleinen Infektionsangelegenheit heftige Nachwirkungen. Und ich habe eigentlich alle Termine abgesagt, aber einen Termin konnte ich natürlich nicht absagen, weil ich wusste, wenn Michael kommt, dann ist hier wirklich Alarmstufe rot im positiven Sinne. Ich gebe alles, ich habe mich nochmal geboostet, wie es nur geht, dass ich heute hier mit dir Rede und Antwort stehen kann, beziehungsweise wir euch heute so ein bisschen unterhalten können und wieder ein bisschen Mehrwert mitgeben können. Denn es geht ja bei uns immer darum, dass wir euch unterhalten und aber nicht nur dumm rumschnacken, das können wir natürlich auch, klar, sondern wir gehen auf eure Fragen ein, zeigen euch so ein paar neue Themen vor allem. Und beim letzten Mal haben wir ja eigentlich schon angedeutet oder angedroht, dass wir wieder auf eure Fragen eingehen. Und was war? Ende vom Lied. Wir haben uns so verquatscht mit ganz vielen Themen. Und heute haben wir uns aber gedacht, wir gehen wirklich mal auf eure Fragen ein, haben uns ein paar rausgesucht, du vor allem. Ja. Du bist hier schon reingekommen und hast gesagt, pass auf, ich muss unbedingt über ein paar Sachen reden. Schatz. Ja, ja süßer, genau. Zum Beispiel hier sowas. Ne? Warum wird es auf einmal grün? Warum sind die Akkus auf einmal so groß? Ne? Ja. Auch darüber reden wir. Und worüber ich mich besonders freue, ist, dass ich den Kollegen aus Leinfelden Echterdingen wirklich wieder was Ordentliches aus dem Kreuz geleiert habe. Ja. Denn, kurzer Tusch hier, wir starten quasi den Adventskalender mit Bosch und ihr werdet jede Woche hier schöne Gaben bekommen. Zum Beispiel in dieser Folge sowas hier. Ne? Also dranbleiben lohnt sich. Bestimmt, ja. Und ja, wir reden heute nochmal über das Thema Akku-Allianz. Genau, Akku-Allianz, M-Share, richtig. Dann Thema Bohrhammer, das unbekannte Wesen. Ja, so ungefähr, ja. Welcher Bohrhammer ist der richtige, für welche Anwendung, so in die Richtung geht das. Und hier die Sachen ist schon vorbereitet für die Antworten auf die Fragen, die er gestellt hat. Natürlich können wir nicht alle beantworten, aber jede Menge. Aber wir hoffen, dass wir das eine oder andere haben, was euch auch zufriedenstellt. Wir müssten eigentlich mal so ein Talk, so ein Kamingespräch aus dem Herrenzimmer machen, wo wir wirklich dann alle fragen. Aber das sind 3 Stunden locker. Aber wir hatten uns vorhin auch überlegt, dass wir aufgrund meiner nicht so optimalen Verfassung vielleicht heute mal ein bisschen kürzer treten werden. Ich habe die Befürchtung, ja, das wird nichts. Das wird nichts. Wir verquatschen uns eh. Aber ich würde sagen, leg doch mal los mit einer Frage. Ich räume den kleinen, charmanten Akku hier mal weg. Die Frage ist, inwieweit eine neue Stichsäge gekauft werden muss, um ein besseres Schnittergebnis zu erzielen oder ob ein neues Stichsägeblatt oder ein optimales Stichsägeblatt reicht. Das ist genau das Thema, denn wir hatten euch ja so ein bisschen mal heiß gemacht. Thema, du hast eine Stichsäge. Aber was kannst du alles damit machen? Ich erinnere mal an den Parallelanschlag. Da haben einige von euch geschrieben, dass sie sich den dann anschließend zugelegt haben, weil sie auch gar nicht wussten, ähnlich wie ich, dass es überhaupt sowas gibt, dass du quasi deine Stichsäge pimpen kannst. Ich erinnere mich immer wieder gerne an meine Kindheit, die voll Glück und Zufriedenheit und einer PST 380, glaube ich, hieß die, geprägt war. Eine grüne Stichsäge, die mir viel Freude bereitet hat. Ja, wahrscheinlich so, nicht nur dir. Aber die Frage ist, könnte ich heute mit dieser PST 380 noch was werden? Also kurz mal vorweg, ich würde einfach sagen, meine Erfahrung von damals mit heute, du hast heute mehr Ergonomie, du hast auch vor allen Dingen mehr Dampf. 380 Watt war damals eine Hausnummer, heute hast du ja deutlich mehr, das merkst du ja auch, ne, deutlich im Arbeitsfortschritt. Aber sag du, kann ich damit heute noch Ergebnisse machen, die ordentlich sind? Ja klar, weil das Material hat sich nicht großartig geändert. Du hast natürlich jetzt wesentlich mehr Stichsägeblätter zur Verfügung, das heißt, du kannst optimiert auf dein Material eben das Stichsägeblatt auswählen und dadurch natürlich ein wesentlich besseres Ergebnis erzielen als mit einem Universalsägeblatt. Und deswegen haben wir ja so eine Vielzahl an Stichsägeblättern und die werden das Arbeitsergebnis auf jeden Fall verbessern. Das große Problem ist manchmal bei den alten Stichsägen, dass die Führung nicht so gut ist. Und wenn ich die Pendelung habe und gehe in die Kurve, dann kann das auch schon mal sein, je nachdem wie ich arbeite, dass das eben nicht lotrecht wird. Und da sind die neuen Stichsäge eben wesentlich besser, dass du dadurch einen wesentlich lotrechteren Schnitt hinkriegst. Und da ist das Arbeitsergebnis natürlich insgesamt mit einer neueren besser. Und das ist dann eure Entscheidung, ob das Sägeblatt jetzt reicht für euer Ergebnis
oder ob ihr, wenn ihr öfters damit arbeitet, eben auch eine neue Stichsäge braucht. Die Frage kann ich auch nicht beantworten. Ich weiß ja nicht, welche alte Stichsäge ihr habt. Ich hoffe, das ist jetzt so weit rübergekommen. Wir haben ja das Video oben in der Infobox auch nochmal eingeblendet. Also, wenn euch das Thema interessiert, schaltet da nochmal rein. Ja. Ich sehe nur gerade mal wieder, das ist ja total abgefahren. Erklär mir nochmal kurz, warum das hier quasi so gebogen ist. Das ist so gebogen, weil wir zwei verschiedene Zahnteilungen haben. Wir haben oben eine Zahnteilung, die arbeitet nach unten und unten eine Zahnteilung, die arbeitet nach oben. Das heißt, wir haben auf beiden Seiten ausrissfreien Schnitt. Und in der Mitte sammeln sich ja zum Teil dann die Späne. Deswegen haben die den Bogen, damit die Späne auch Platz haben und dann abgeführt werden können. Da musst du erstmal drauf kommen, ne? Ja, richtig. Und da war auch einer, der die Frage gestellt hat, wie das Stichsägeblatt heißt. Ja? Und da können wir jetzt hier nochmal drauf gucken. Das ist das T308 BFP. Ja, von der Bezeichnung. Kann man sich gut merken, ne? Von daher. Ja, ich habe immer ein Problem mit den drei Buchstaben, BFP. Das, ja. Aber jetzt kann man sich eine Eselsbrücke. Bosch für Profis. Ja, das kannst du dir vielleicht was eine merken, aber eben nicht für diese hunderte an Stichsägeblättern, die wir im Programm haben. Und deswegen irgendwann muss ich eben nachgucken. Das kannst du nicht alles merken. Okay, also so. Frage geklärt. Richtig, und so. Dann kam eine Frage in Richtung Führungsschiene, Führungsschienenadapter und so weiter, auch mit dem Kreisschneider. Das heißt ja, unser Führungsschienenadapter, der passt natürlich auch auf die neuen Sägen drauf. Und jetzt müsst ihr darauf achten, weil einige letztens ein Problem hatten. Ah, das ist auf der einen Seite drauf, ich kann die Führungsschiene da nicht auflegen. Kein Problem, ihr könnt die auch andersrum reinmachen. Also je nachdem, wo ihr euer Material habt, seid ihr da sehr flexibel mit dem Teil. So, das ging es weiter mit der nächsten Frage, die auf diesen Kreisschneider abzielte. Das ist also kein Bandmaß, sondern ein Kreisschneider. Deswegen fängt er hier auch von der Bezeichnung bei 6 cm an, weil wir dann eben entsprechend hier reinklicksen können. Und dann sind wir eben von Sägeblattmitte bis dahin sind eben 6 cm. Das heißt, ihr habt jetzt wirklich den Originalabstand. Und wenn ihr jetzt einen Kreis schneiden wollt, könnt ihr das aufziehen bis 1,50 m. Das heißt, ihr könnt bis zu 3 Meter Durchmesser an Kreisen ausschneiden. Und früher haben wir dann irgendwo eine Latte genommen, ne? Irgendwo angezeichnet und eine Schraube reingedreht. Also improvisieren konnte man. Aber das brauchen wir nicht, weil wir hier diesen Dorn jetzt dabei haben. Im Lieferumfang, hinten hinter dem Bandmaß. Und da kann ich hier rechts oder links eindrücken oder vorher vielleicht einbohren, dass wir jetzt hier um diesen Kreis drumherum drehen. Kannst du noch reinschlagen? Da kann man auch reinschlagen, aber das ist ja je nach wie hart das Material ist, natürlich ein Problem. Ne? Mhm. Ja, und natürlich kann man auch reinschlagen, das ist kein Thema. Da muss man eben noch gucken, inwieweit man wirklich da in Position bleibt, weil wenn ich gemasertes Holz habe, da kann es auch mal weiterrutschen. Deswegen ist Vorbohren in meinen Augen professioneller. Warum hier und hier? Ja, weil es je nachdem, in welche Richtung ich arbeite, kann ich das jetzt so rum machen und dann drehe ich eben von da aus. Ah, okay. Weil da, das ist immer so, dass da, wo das Sägeblatt ist, dass wir wirklich einen Kreis schneiden und kein Oval. Und deswegen kann ich je nachdem, in welche Richtung ich gehe, dann da rangehen. So, das kannst du natürlich auch wieder fixieren, dass du wirklich dein Maß hast. Dann kannst du das wirklich richtig sauber zusammenbringen. Das dauert Augenblick, bis das fest ist, weil ein sehr feines Gewinde ist. So, und dann ist das auch wirklich fest, ja, und das zieht nicht weg. Wir hatten ja neulich nochmal das Thema Lochsägen, aber mit einer Lochsäge, so die ganz normalen, für die Bohrmaschine, da bist du natürlich irgendwann, wenn du mal 2,50 Meter Loch machen willst, bist du beschränkt. Ne? Ja, richtig. Da ist ja quasi das Bandmaß ist the limit, sagt man ja auch so. Ja. Was ja kein Bandmaß ist, haben wir gelernt. Genau. Haben wir noch eine Frage? Ja, ich glaube, da kommt noch was. Da kommt noch einiges. Wir haben im Programm auch ein Sägeblatt, was andersrum beschränkt ist. Das heißt, dass die Zähne von oben nach unten gehen, um eben oben am Material ausrissfrei zu sein. Das hat natürlich den Effekt, dass du die Stichsäge sozusagen immer nach oben drückst durch die Anwendung. Und deswegen, wenn ihr so ein Sägeblatt einsetzt oder auch das hier einsetzt, dann ist immer ein Anpressdruck nötig auf die Säge, auf das Material, damit die eben nicht vibriert. Das heißt, nicht einfach so führen, da kann es schon mal springen. Deswegen eher mit Gegendruck arbeiten. So erzielt er eben auch das saubere Ergebnis. Denn sobald die anfängt zu springen, können mehrere Sachen passieren. Ihr beschädigt die Oberfläche eventuell, ihr kommt aus der Führung raus und das Arbeitsergebnis ist einfach Mist. Ne? Oh, das ist ja sowieso der Klassiker. Wenn du mit einer Stichsäge arbeitest, musst du wirklich gucken, dass dein Material auch fixiert ist, ne? Also jetzt unabhängig auch vom Sägeblatt, genau. Weil wenn du das irgendwo, sag ich mal, du willst irgendwas ablenken, hast das so halb über der Kante, fängst dann an zu sägen auf einem halben Meter Abstand, dann fängt das an zu flattern und
Ja. Also ich sag mal, wenn eine gewisse Empathie mit deinem Werkstück und mit deinem Werkzeug vorhanden ist, dann sollte man das fühlen. Ne? Richtig. Und je filigraner die Arbeiten sein müssen, umso genauer müsst ihr sein. Wenn ihr nur eine USB-Platte irgendwo ausschneidet, um die irgendwann eine Wand zu machen und da kommt hinterher Rigips drauf, dann kann man natürlich gröber arbeiten. Aber das ist immer je nach Arbeitsvorgang, je nach Art und Weise eben immer unterschiedlich. Wenn du zum Beispiel mit einer Stichsäge ein dünnes Blech schneidest, du brauchst ja irgendwie eine Unterlage. Würdest du da mit einem Opferbrett oder sowas arbeiten? Oder ich habe das sonst gemacht, dass ich mir irgendwas besorgt habe, wo ich einen kleinen Zwischenraum hatte, meinetwegen zwei Platten, dazwischen hatte ich ein bisschen Luft und dann habe ich das Blech so gelegt, dass ich halt immer nur so viel freie Fläche hatte, damit das nicht anfängt zu schwingen. Wie wäre dann genau, dein Tipp? Meine Meinung ist da genauso. Du hast immer eine freie Öffnung, dass das anständig wirklich vollflächig aufliegt, das Blech. Ne? Dass es nicht irgendwo runterhängt, weil du kriegst ja auch einen Bogen dadurch rein. Ja, ne? Ja. So, das heißt, das muss anständig auflegen unter diesen Zwischenraum. Und dann bewegst du die Säge wenig, aber das Material immer wieder nach. Würde ich genauso machen. Dann gab es ja auch noch eine Frage zu den ganzen Nomenklaturen. Also vielleicht ein kleiner Gruß an die Fanta 4. Raffiniert, like a Porsche. Optimiert, like a Porsche. An die Hand, like a Porsche. An die Wand, like a Porsche. Ihr könntet ja eigentlich nochmal ein Remake machen von MFG mit euch. Und dann könnten wir direkt anfangen, ne? GmbH, GOP, GST und so weiter. Und ne? GST. Ole, ole. Ole, ole. Und da gibt es eben viel Irritation bei den Anwendern. Was ist jetzt GST? Was ist jetzt GSB? Also wir haben ja zwei Linien im Programm. Wir haben einmal die gewerblichen Geräte, die eben wirklich für den Handwerker, für die Industrie ausgelegt sind. Und wir haben eine Heimwerkerlinie. Ja, das sind die Grünen. So, und grundsätzlich, um die zu unterscheiden, kann ich das schon auf dem Papier. Weil bei den gewerblichen ist ein G davor wie gewerblich und bei den Heimwerkergeräten ist ein P davor wie privat. Und das ist der Unterschied, um allein die beiden Linien auch schon mal auseinanderzuhalten. Das ist eigentlich gewerblich, privat? Ja, cool. So, und da sind ganz andere Ansätze. Also G ist gewerblich, das heißt, bei allen blauen Geräten ist ein G davor. Und dann kommen die nächsten Buchstaben und das soll immer die Maschinenbezeichnung sein. GST, ST, Stichsäge. GBH, Bohrhammer. GWS, Winkelschleifer. Sodass man dann eben ganz genau erkennen kann, auf dem Blatt Papier, zu welchem Maschinentyp das Produkt gehört. Wie heißt denn der Heißluftföhn, das Heißluftgebläse? GHG 18-50. GHG, Heißluftgebläse. Oh, ja, genau. Und dann die Zahl wäre die Zahl, jetzt 18, das, okay. Ja, genau, 18 Volt. Und wir wissen, das ist ein 18-Volt-Gerät, das ist bei allen 18-Volt-Geräten gleich. So, und dann kommen noch irgendeine technische Daten, die eben auf die Maschine bezogen sind. Ne? Zum Beispiel bei dem Bohrhammer, den da stehen hast, 40. Das ist der maximale Durchmesser der Bohrer in Beton. So, das heißt, bei den Bohrhämmern ist immer diese Bezeichnung, die maximale Bohrerdurchmesser im Beton, die wir empfehlen. So, der Verwender ist natürlich selber dafür verantwortlich, ob er da jetzt eine größere Bohrer einsetzt oder nicht, ja, aber das ist so unsere Grenze, die wir gesetzt haben. Das ist eben auch jetzt zum Beispiel bei den Akkuschraubern, nach den 18 Volt ist da eine Zahl. Drehmoment, Drehmoment, das sind die Newtonmeter. Im harten Schraubfall. Im harten Schraubfall, da muss man unterscheiden, harter Schraubfall, weicher Schraubfall, da kann man vielleicht auch mal was zu sagen. Die GST, ganz klar Stichsäge und deswegen war die Frage auch, wie die heißt. Das ist die GST 18V, weil es ein Akkugerät ist und dann 155. Das soll die maximal mögliche Schnitttiefe soll das sein. Ich glaube, das kam auch nochmal auf. Thema, wann die Bügelsäge und wann die normale? Das liegt immer an euch, an der Verwendung. Und es sind eben Leute, die eben im Holzbereich groß geworden, gerade die Tischler, um sauberes Ergebnis zu erzielen. Das war eben die Zeit, bevor wir diese speziellen Sägeblätter hatten. Die haben immer von unten gearbeitet. Das ist natürlich angenehmer, mit einer Stabvariante von unten zu arbeiten, als mit der Bügelvariante. So, die Unterschiede haben wir, glaube ich, schon mal erklärt. Das heißt, wir haben hier einmal einen engeren Griffumfang und wir haben hier eine Gasgebefunktion. Dafür sind wir jetzt weiter vom Material weg und ist es schwieriger, von unten zu arbeiten, weil wir den Schalter ja hier nicht bedienen können irgendwo und auch nicht arretieren. Ja, das ist eben so der Unterschied. Aber die Frage, die kam, zielte eben auf die Richtung, wie heißen die beiden? So, dass die GST 18-155 BC und B bedeutet eben der Bügel und das S bei der SC-Variante die Stabvariante. Und dementsprechend sind die von der Bezeichnung her auch logisch aufgebaut. Das ist bei allen Stichsägen dann eben gleich. Aber mal Butter bei die Fische, was ist denn bei euch so vom Vertriebsseite her der Fokus oder die anteilige? Also in Deutschland ist das in der Regel hier 10 zu 1. Das heißt, wir verkaufen 9 von denen
Und eine von denen. Krass. Oder 10 von denen und eine von denen. So, das ist eben die bekannte Sache. Und das ist eben diese Bügelvariante eher auch angenehmer für den Ungeübten. Das heißt, im Heimwerkerbereich sieht das genau. Schon wieder andersrum aus. Ja, da sind die Stabvarianten eben nicht so beliebt. Und deswegen, wenn alle, die mit Holz arbeiten, die da Holz werkeln, die in der Regel nehmen die, ja, auch die Zimmerleute und. Und alle, die eben jetzt nicht im Holzbereich unterwegs sind, so ein Elektriker, der mal was abschneiden möchte, oder ein Installateur oder, die kennen die eben, weil die eben nicht so die Routine haben in diesem Gewerk, sage ich jetzt mal, was die Stichsägen betrifft im Holzbereich. Aber eins hast du unterschlagen. Oh ja. Das C. Das C. Ja gut, das bedeutet eben, dass wir jetzt hier eine Verbindung aufbauen können. Das heißt, es ist connectivity-fähig, sodass wir jetzt hier eben wirklich die Möglichkeit haben, eben mit unserem Mobiltelefon über eine App auch auf die Hubgeschwindigkeiten oder auf die Beleuchtung und einzugehen. Das heißt, wir haben jetzt hier diesen Buchstaben C eben auch nicht nur bei den Stichsägen, sondern auch bei den Winkelschleifern und bei anderen Geräten eben auch drin, um diese Art dieses Connectivity auch zu erklären. So, nächste Frage. Die Frage kam, ob das Gebläse auch bei der Stabvariante und der Bügelvariante bei beiden da ist. Klar, ist alles vorhanden, sodass wir jetzt hier mit dem starken Gebläse auch alle Späne, die vom Anriss da sind, auch wegpusten können, wenn wir nicht absaugen wollen. So, das heißt, ich habe es jetzt aktiviert. Hier oben ist der Schalter aus und an. Und jetzt geht's los, dass wir das mal wegpusten. Das ist schon ordentlich, ne? Das ist schon ordentlich. Die leichteren Späne, die ich in der Regel habe, gehen natürlich wesentlich besser weg. Ihr habt gemerkt, oh, vorne war wirklich alles weg und rechts und links ist ein bisschen was da geblieben. Aber das liegt dann an dem Gewicht. Wenn ich jetzt wirklich nur die kleinen Späne habe, die bei der Anwendung der Stichsäge eben entstehen, da habe ich überhaupt kein Problem. Also das Gebläse ist super stark. So, aber jetzt kommen wir hier zu diesem Teil. Das ist kein Spuckschutz, ne? Nee, das haben wir nicht vom Mund, sondern das haben wir hier an der Säge dran. Richtig. Und da wissen wir eigentlich schon, wenn wir das an die Säge machen, dann, weil wir den Luftstrom kanalisieren wollen, kann man dazu sagen? Genau, wir wollen so eine Art Vakuum erzeugen, dass die Späne nicht nach vorne wegfliegen und die Absaugung eben auch aktiviert ist in dem Bereich, wo die Späne entstehen. Deswegen kann ich die Kappe jetzt drauf machen. Und jetzt habe ich hier das super fixiert und habe die Späne, die hier entstehen, die gehen nicht nach vorne weg, sondern die werden direkt in den Absaugadapter reingeführt. Deswegen haben wir hier die beiden Öffnungen, weil dadurch rechts und links vom Sägeblatt die Späne direkt abgeführt werden. Ja, die werden nicht irgendwo nach vorne verwirbelt oder wo auch immer, sondern direkt neben dem Sägeblatt sind die Öffnungen für die Absaugung, sodass die Späne, wenn sie nach oben kommen, erst gar nicht auf die Oberfläche kommen, sondern direkt in der Luft abgesaugt werden. Was mir noch gerade auffällt, du hast jetzt hier an dem Fuß diesen Kunststoffschoner. Das kannst du halten, wie du möchtest. Also du kannst den jetzt hier auch abklipsen und so arbeiten. Das ist immer dann, je nachdem, was für Material ich habe, was ich bearbeite. Wenn jetzt doch irgendwelche Späne oder Reste oder so sich hier reindrücken und dadurch eben ich sag mal, eine Kante erzeugen, dass ich eine Oberfläche einen Schaden verursachen kann, kann ich diese schwarze Platte eben entsprechend abmachen und ersetzen, ohne den ganzen Tisch eben ersetzen zu müssen. Ja, also das ist schon ein Vorteil. Du kannst sie ersetzen, aber es ist nicht dazu gedacht, dass du ohne die Abdeckung hier arbeitest. Also ich würde die immer dran lassen. Die ist eben dafür da, auch um eine bessere Gleitung zu haben, um einen besseren Oberflächenschutz zu haben und so weiter. Ja, das ist ja das Thema, kam auch in einigen Kommentaren letztens rüber, dass Leute schrieben, sie finden es gut bei euch, weil sie bekommen wirklich noch auch über lange Zeit Ersatzteile und wundern sich manchmal, dass für irgendwie so eine 30 Jahre alte Bohrmaschine da irgendwie noch so ein paar Ersatzkohlebürsten oder sowas verfügbar war. Mhm. Also wir garantieren für jedes Zubehörteil, für jedes Ersatzteil, bis 10 Jahre nach dem letzten Herstellungsdatum des Elektrowerkzeugs sämtliche Zubehöre, sämtliche Ersatzteile noch zur Verfügung zu haben. Und wenn die dann noch da sind, dann schmeißen wir natürlich nicht weg. Die sind immer noch zur Verfügung. Teilweise werden Kohlen auch in Nachfolgergeräte mit übernommen, ja, weil da hat sich jetzt großartig nicht viel geändert, sodass wir da immer noch ich sag mal, Synergien nutzen und dadurch eine Nachhaltigkeit auch haben. Und wenn es da nicht verfügbar ist, dann blenden wir kurz Michaels Handynummer ein und dann... Ja, genau. Ich habe immer irgendwo was klar. Genau, bestimmt. Wir machen jetzt mit der Absaugung weiter, weil die Frage ist ja noch nicht zu Ende beantwortet. Wir haben jetzt hier vorne geschützt. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, den Spanreißschutz hier dran zu machen, dass ich eben auch noch eine bessere Führung hier habe des Sägeblattes. Das machen nun nicht die Leute sich so gerne rein, weil es eben dann schwieriger ist, das Sägeblatt auszuwechseln. Deswegen, ja, landet das meistens irgendwo noch im Koffer. Aber das ist eben natürlich auch eine Möglichkeit, um nochmal hier... das weiter zuzumachen, um noch eine bessere Führung zu haben.
Das, was wir jetzt auf jeden Fall sagen müssen, ist dieser Absaugstutzen. Der ist jetzt hier mit einem Gelenk versehen. Das hat einen Hintergrund. Wenn wir das jetzt hier dran machen, ist er einmal richtig verriegelt durch diesen Hebel. Und jetzt sitzt hier der Akku. Und von der Ergonomie des Gerätes ist es so, dass wir jetzt den nicht nach hinten wegbringen können, sondern der geht seitlich weg. Das sagen einige, oh, lieber wenn wir nach hinten. Ich dachte, ich finde das so, sogar eher gut, weil wenn der Staubsaugerschlauch jetzt nicht auf dem Tisch hier rumhängt, sondern seitlich weg, also neben der Anwendung, sodass es eigentlich ein Vorteil ist. Und wenn du jetzt auf der anderen Seite arbeiten möchtest, musst du den Akku kurz raus in die andere Richtung und gut ist. Also das ist jetzt nicht extremst nachteilig. Okay. Ja? Ich finde das eigentlich recht okay, weil ich habe das nie so gerne, weil die Kante von dem Schlauch schlittert dann teilweise an der Kante des Werkstückes. Je nachdem, wenn du jetzt keine Click-and-Clean-Adapter hast oder so, dann kann der, wenn er nicht richtig fest ist, auch eher mal rausrutschen. Und dementsprechend ist das immer ganz gut. Ja, deswegen ist der auch geriffelt, dass er wirklich jetzt hier auch eine super Halterung haben. Ne? Soll auch schon Leute gegeben haben, die haben sich dann mit der zweiten Stichsäge hier so einen Ausschnitt gesägt in den Akku, haben aber dann festgestellt, funktioniert nicht mehr. Nein, war nur ein Spaß, war nur ein Spaß. Was gibt's noch? Was gibt's noch? Okay, ich hoffe, die Frage ist jetzt beantwortet. Wie lange sind wir schon? Wir drehen jetzt hier schon 2 Stunden, wir haben gerade mal 3 Fragen. Das kann ja heiter werden. Aber Stichsägen ist immer noch ein Thema, denn es gab noch eine Frage. Ne? Ja, richtig. Und zwar haben wir jetzt bei beiden Maschinen uns festgelegt, dass wir den Tisch eben nicht mehr neigen. Also von meiner Ansicht ist es, wenn ich mit einer Stichsäge eine Neigung mache, da ist das sehr, sehr, sehr schwer, da wirklich genau zu arbeiten, dass du ein anständiges Ergebnis erzielst. Dafür ist in meinen Augen die Stichsäge nicht ausgelegt. Und viele sind eben der gleichen Meinung, auch die Produktmanager hier, die haben gesagt, wir machen einen 90-Grad-Schnitt. Wir haben hier eine Stichsäge, die gerade schneidet und das wollen wir eben auch weiter rüberbringen. Vor allem haben wir dadurch eben die Möglichkeit, wirklich immer zu gewährleisten, wir haben einen 90-Grad-Schnitt. Und wir haben natürlich jetzt hier auch die Möglichkeit, durch den Tisch eben auch die Absaugung zu realisieren. Das heißt, die Vorteile liegen, wichten höher als die Neigung. Das Problem ist, wenn du einmal eine Neigung anschaust, die brauchst du in, das hätte ich gesagt, beinahe in 100 Jahren einmal, ja, und dann schneidest du und dann musst du wieder gucken, das Ding auf 90 Grad zu kriegen. Und das wieder genau hinzukriegen, ist auch immer sehr schwer, das wieder auf 90 Grad. Da tust du dich ein bisschen und hast von vornherein die Neigung eben schräg und das wollen wir einfach vermeiden, ja, dass dann eben sowas passiert. Das ist nicht nur noch bei uns so, sondern eben auch das Feedback, was ich auf den Baustellen eben auch von Wettbewerbergeräten kriege, ist, dass das teilweise dann auch auslutscht, diese Verstellung, ja, dass ich meine Neigung mache und dann flattert der Tisch. Und das sind alles so Sachen, die auf Dauer natürlich die Qualität des Werkzeuges einschränken, das eigentlich noch super funktioniert, aber der Tisch nicht mehr fest ist. Und das wollen wir einfach vermeiden. Und deswegen haben wir uns jetzt dafür entschieden, den Tisch fest drauf zu machen, dass der 90-Grad-Schnitt, das ist eine Entscheidung gewesen und da müssen wir jetzt alle mitleben. Aber da würde ich ja mal sagen, seid ihr mal gefragt, wie handhabt ihr das denn bei einer Stichsäge? Braucht ihr den Gärungsschnitt oder sagt, das ist für euch ein Feature oder sagt ihr, Michael hat im Prinzip recht, brauchst du eh nicht, habe ich lieber ein Gerät, was dann im Prinzip eine Fehlerquelle ausschaltet. Ne? So, also zu den Stichsägen haben wir ein paar stichhaltige Antworten und jetzt geht es um heiße Luft. Heißluftgebläse, Heißluftföhn, nennt es, wie ihr es wollt. Aber diesen kleinen Kollegen habe ich wirklich schätzen und lieben gelernt. Vor allen Dingen durch das Gerät, was du hier gerade abgebaut hast. Denn du hast ja verschiedene Vorsätze. Und das hier ist zum Beispiel, wenn du Kabelverbindungen machst, Krimpverbindungen oder sowas, da kannst du hier ganz elegant mal eben einen Schrumpfschlauch verschrumpfen. Verschrumpfen, genau. Verschrumpfter Schrumpfschlauch quasi. Hier ist auch das Thema Akku wirklich megamäßig, weil Akku sehe ich jetzt beim Heißluftgebläse nicht nach dem Motto, ich muss jetzt irgendwie Farbe lösen oder so und habe das Ding 30 Minuten im Dauerbetrieb. Das geht mit dem Akku noch nicht, aber mal eben hier ein Kabel verschrumpfen, perfekt. Ist relativ schnell auf Temperatur und du hast es einfach flexibel. Ich habe jetzt das Thema auch wieder gehabt am Motorrad. Da stand ich draußen, wollte nochmal eben irgendwie eine Leitung anschließen, Schrumpfschlauch, zack, nimmst das Ding. Perfekt. Es gibt ja auch diese Fraktion mit hier diesen Gaslötkolben, wo du dann auch solche Aufsätze drauf hast, aber bin ich nicht so für. Mhm. Weil ich habe immer irgendwo, wenn ich das Ding brauche, ist irgendwie kein Gas drin oder es zündet nicht und so weiter. Deswegen bin ich mehr so die Fraktion Heißluftgebläse. Richtig.
Und die Frage zieht ja eben ab, ob wir sowas haben oder wann wir sowas bringen. Und das ist eben schon lange im Programm. Das ist der GHG, ja, wieder Bezeichnung HG, Heißluftgebläse. 18V, wieder die Akkubezeichnung der Wollklasse. Und dann 50, das soll bedeuten, dass wir jetzt hier bis zu 500 Grad erzeugen können. Also das ist schon eine unheimliche Leistung, die wir hier bringen können. Und das Ganze eben auf Temperatur unter 10 Sekunden. Was du auch merkst, da ist eine gewisse Intelligenz drin. Denn wenn du den jetzt anmachst, dann fängt er erst langsam an, um die Temperatur aufzubauen. Und dann fängt er auf einmal an, schneller zu werden. Wenn die Heizwendel Temperatur hat. Denn das wäre so ein bisschen kontraproduktiv, wenn die Heizwendel noch nicht warm ist, dass du dann sofort volle Luft gibst, weil damit kühlst du die Wendel ja wieder ab. Richtig. Ich glaube, genau. So ist das gedacht. Ne? Genau so ist das richtig, ja. Nächste Frage, so ein Akkuschrauber, der braucht ja auch mal ein bisschen Futter, ne? Zum Beispiel ein Bohrfutter. Genau, ein Bohrfutter, ja. Also nicht um zu essen oder zu trinken. So. Wir sind heute wirklich sehr, sehr lustig. Aber es ist sehr, Montag, sehr lustig, ne? Ja. Wir haben heute Morgen beide einen Clown gefrühstückt. Jetzt geht's ums Bohrfutter. Die Frage zielt darauf an, ob wir das Bohrfutter austauschen können. Und es gibt verschiedenste Ansätze, wie man das Bohrfutter festmachen kann. Bei uns sind die geschraubt. So, das heißt, du hast hier in der drin eine Schraube und da dementsprechend hast du die Möglichkeit, über einen Schraubstock das einzuspannen und entsprechend zu lösen. Das heißt, du kannst das Bohrfutter wirklich tauschen. Es gibt aber auch andere Hersteller oder auch andere Varianten, wo das nur gepresst ist. Das heißt, es ist nur zusammengesteckt und fest fixiert, sodass man das dann nicht lösen kann. Es kommt darauf an, welchen Schraube du hast. Ja, und dementsprechend kannst du reingucken. Wenn eine Schraube ist, kannst du es lösen. Wenn da kein Schraubenkopf zu sehen ist, dann eben nicht. Aber gibt es den Fall, dass Leute da sagen, ich muss das Bohrfutter tauschen? Das kann immer passieren. Also wenn ich jetzt einen Akkuschrauber, der ist ausgelegt, auf der Achse zu arbeiten, nach gerade vorne weg, wenn ich das Ding natürlich als Rührwerk benutze und einen riesen Hebel dran habe und immer Scherkräfte darauf einwirke, ja, oder bei den Bohrhämmern teilweise eben auch Meißel als Hebel benutze, das ist ganz gefährlich. Da geht das Bohrfutter oder die SDS-Aufnahme dann kaputt. Und das sollte man vermeiden, dass man so schräge Sachen macht. Das geht eben auch mit einer Bürste, die ich reinmachen kann, um zu bürsten. Dann geht die Kraft nicht nach gerade aus der Achse raus und dadurch haben wir Probleme. Dann kann schon mal Unwucht werden. Das heißt, wenn du jetzt wirklich fein bohren willst oder den Schraubenkopf erwischen willst und das Ding eiert vorne, dann liegt es am Bohrfutter. Ich habe gerade Reifen umgezogen beim Motorrad und habe die Wuchtgewichte, die da drauf waren, da habe ich so ein neues Lieblingswerkzeug, beziehungsweise seit dem Wohnwagenprojekt habe ich das schon. Das ist quasi wie so ein Radiergummi, so ein Gummi, kennst du das? Und damit kannst du im Prinzip Klebereste, Aufkleber und so wunderbar wegkriegen, ohne den Untergrund zu beschädigen. Richtig. Da sage ich allerdings auch, okay, wo gehobelt wird, fallen Späne. Dann ist das halt mal so, ne? Du müsst jetzt keine Angst haben, dass das irgendwo beim bisschen Anwendung, schräger Anwendung direkt das Bohrfutter unwuchtig ist. Nee. So ist es natürlich nicht. Aber es gibt eben schon Spezialisten, die drücken dann drauf und fragen sich, warum das Bohrfutter dann krumm ist. Oder mit dem Rührwerk dann nochmal eben einen riesen Betonkübel dann anmischen. Ja, das wollen wir ja auch nicht. Dafür sind die nicht ausgelegt, dafür gibt es Rührwerke. Oder dafür gibt es dann halt alte Akkuschrauber, die vielleicht schon ein bisschen ausgeschlagen sind, die nimmst du dann dafür. Weil ich sag mal, beim Betonrühren, da brauchst du keine Präzision. Da muss das Ding einfach nur laufen. Ja, genau. Und irgendwann ist ein Akkuschrauber zum Beton anrühren für so Sachen auch von der Drehzahl nicht ideal und von der Kraft natürlich auch nicht. Übrigens nochmal der Hinweis, wenn ihr mal wissen wollt, was man alles mit einem Akkuschrauber machen kann, da haben wir euch schon mal so einige Ideen vorgestellt. Man muss es nur wollen und ein bisschen bekloppt sein. Ja, genau. Wir hatten auch mal, als die Akkus rauskamen, mal so einen Tretroller, den wir umfunktioniert haben. Ne? Und da war unser Akku drin und das ging gerade so von der Geschwindigkeit im ersten Gang. Und den musste man dann irgendwo auch als Anschauungsobjekt auf Messen und so weiter rausnehmen, weil einer im zweiten Gang mal in die Vitrine gefahren ist. Der konnte das Ding nicht mehr unter Kontrolle halten. So eine Power hatten die. Und gibt doch sogar Akkuschrauberrennen. Ja. Ja, gibt's alles. Aber das ist eben die Frage, ne? Steht in der Bedienungsanleitung, gewerksmäßiger Gebrauch. Ja, und das ist eben alles ausgelegt, was ich damit machen soll und darf. Und alles, was da nicht so ausgelegt ist und ihr dann macht, dann verfällt eben die Garantien. Akkuschrauber, Klobürsten, Schneefräse in den Einsatz zu bringen, mit unheimlichem Erfolg. So, aber nachdem wir jetzt stichhaltige Antworten und heiße Luft schon hatten, erwarte ich jetzt auch eine geschliffene Antwort. Richtig, genau, eine geschliffene Antwort. Das ist Wort, dann ist schon schwierig. Also, es ging jetzt darum, inwieweit der Staubsaugeranschluss jetzt hier nicht passt, weil wir haben natürlich hier unseren Staubsack da drin, ne, der dann eben eine gewisse Anzahl von Spänen auffängt. Aber wenn du dann länger... Späne, Staub, ne? Richtig, Staub. Wenn Späne, dann solltest du vielleicht mal das Blatt, ist ein bisschen groß. Das Papier wechseln. Okay, wenn wir jetzt hier dauerhaft
absaugen wollen, um die Stäube aufzufangen, haben wir natürlich jetzt hier einen Staubsack, der natürlich nur begrenzt hält, je nachdem, wie viel ich arbeite, wie hart der Abtrag ist. Natürlich können wir den hier abmachen. Seht ihr, ist noch in der Anwendung. Und jetzt ist ein Problem, weil es gibt teilweise Staubsaugerstutzen, die sind aus Hartplastik. Die gibt es je nach Hersteller, passen die hier nicht drauf. Deswegen haben wir bei unseren Staubsaugern eben hier das Click-and-Clean-System und eben auch diese Gummimuffe. Und die passt ohne Probleme, passt die da drauf. Und zwar so fest, dass die auch wirklich da dran bleibt. Da hätten wir vorher nochmal absaugen müssen. Da hätten wir vorher nochmal absaugen der müssen. Der ist nämlich schon gut voll, aber kommt bei uns aus der Werkstatt. Ne? Ist in Gebrauch. So, und dementsprechend haben wir jetzt hier den Adapter, den wir da dran machen können. Und das passt eben ins Click-and-Clean-System. Also hier ist die Möglichkeit, wirklich auch mit dem Staubsauger und mit dieser Muffe entsprechend auch sauber bei diesem Gerät abzusaugen. Jetzt höre ich schon die Zuschauer, die dann sagen, ja, du bist ja ein Vogel. Akku, Schleifgerät und Staubsauger muss ich ja mit Strom. Aber gibt es auch mit Akku, oder? Also wir haben jetzt auch ein Akkugerät. Das kommt eben auf die Stäube an, auf die Klassifizierung der Stäube. Da gibt es eben entsprechende Richtlinien. Da gibt es die L-, M- und H-Sauger. Und die sind eben für leichte Stäube, für mittelschwere und für hochempfindliche Stäube oder gesundheitsgefährdende Stäube. Und den wir jetzt im Programm haben, den Akkusauber, der -10L. Das L bedeutet eben, dass er eben in der Leistungsklasse L ist. Für leicht gesundheitsgefährdende Stäube. Und wenn deine Späne in die Kategorie fallen, kannst du die nehmen. Ansonsten musst du eben einen H-Sauger oder einen M-Sauger nehmen. Genau. Musst du das, gilt das auch für den privaten Anwenderbereich? Oder wir reden hier vom Gewerblichen? Ne? Wir reden jetzt hier vom Gewerblichen. Ja, okay. Aber L ist schon eine gewisse Zulassung. Das heißt, er hat schon einige Prüfungen hinter sich, um diese L-Zulassung zu bekommen. Das heißt, ein normaler Haushaltsstaubsauger ist natürlich jetzt irgendwo beim Profigerät nicht unbedingt das richtige Gerät, um abzusaugen. Wird natürlich irgendwo funktionieren, ja, mit Tape oder was auch immer, kriege ich fast jeden Stutzen fest. Ist natürlich eher gemurkst, aber ja, MacGyver hat auch immer gemurkst und das hat auch funktioniert. Ne? So, Freunde, und jetzt sind wir an einem Thema angelangt, was euch sicherlich sehr interessieren wird. Und Michael, ich glaube, es ist so ein bisschen eine Premiere, denn wir reden mal heute, obwohl du ja blau bist, über Grün. Ne? Genau, blau. Über Bosch Grün. Und damit einhergehend auch viele Fragen von euch, warum sind zum Beispiel die Akkus von den Grünen jetzt nicht kompatibel mit den Blauen und was steckt dahinter? Und was ist überhaupt die Philosophie zwischen einem grünen Gerät, einem blauen Gerät? Und warum haben wir hier so viele Akkus mit verschiedenen Markennamen? Ich könnte jetzt noch mehr erzählen, aber ich überlasse dir jetzt das Feld. Denn du bist ja hier der Spezialist aus dem Hause Bosch Professional. Genau, Professional. Und deswegen ist es so, dass wir jetzt hier zwei verschiedene Ansätze haben. Wir haben einmal Professional, das sind die blauen Geräte, die gewerblichen Geräte, die für 8 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche ausgelegt sind. Ja, richtig an und richtig arbeiten. Und dann haben wir die grünen Geräte, das sind die Heimwerkergeräte. Die sind entsprechend für den Heimwerkeransatz ausgelegt. Das heißt, die brauchen nicht so große Geräte, so starke Geräte, weil die eigentlich im professionellen Bereich vorbehalten sind. Jetzt zum Beispiel gibt es im Heimwerkerbereich keine Hämmer mit SDS-Max-Aufnahme, weil das einfach nicht für den Heimwerker-Anwendungsbereich ausgelegt ist. Und wenn ich jetzt mal renoviere oder saniere oder wirklich die großen Geräte brauche, dann sollte ich auch diese gewerblichen Geräte nehmen. Zum Thema SDS Plus nochmal ein kleiner Exkurs. SDS Plus ist ja das, ne? Und SDS haben wir schon gelernt, ich glaube schon in Teil 1, das heißt Stecken, Steckdrehsitz hieß das früher, aber eigentlich heißt es jetzt Spannen durch System, weil wir das ja nicht nur bei den Hämmern haben, diese SDS-Aufnahme, sondern das ist ein Synonym für werkzeugloses Wechseln der Einsatzwerkzeuge. Genau, und ist eigentlich ein Standard für Bohrhämmer. Und das Thema ist, du hast hier einfach eine Aufnahme, die die Drehbewegung übertragen kann, trotzdem aber dem Bohrhammer die Möglichkeit gibt, den Bohrer quasi zu hämmern. Kann man so sagen, weil er kann sich ja hier axial bewegen, das muss er auch. Das ist ja der Unterschied zum normalen Schlagwerk einer Schlagbohrmaschine, da hast du die Zahnscheiben, aber damit wird das ganze Bohrfutter quasi in die Vibration oder in diesen Schlag versetzt. So, und SDS Max hast du gesagt und da hast du wahrscheinlich was vorbereitet, um mal zu zeigen, was so SDS Max heißt, weil Max ist quasi Endstufe, ne? Ja, ich habe mal so einen kleinen Bohrer mitgebracht, ja, hier, Wenn du mal wieder IKEA-Regale dübeln musst, dann kannst du den nehmen. Ne? Was ist das jetzt für ein Bohrer? Was jetzt 5er ist nicht, ne? Ne, ist das jetzt ein 40er Durchmesser und 1,20 Meter Arbeitslänge.
So, und das ist klar, dass das im Heimwerkerbereich in der Regel nicht zum Einsatz kommt. Aber wir haben eben Geräte, die sowas bearbeiten können. Und da sieht man eben wirklich mal den Unterschied, hey, wo ist der Ansatz? Das ist der gewerbliche Ansatz, ja, und der ist dann eher ja, für den Hausgebrauch ausgelegt. Und dann muss man einfach sehen, dass wir jetzt eben Geräte haben, aber auch Akku-Einsteckenden, die eben für diese große Leistung ausgelegt sind. Sprich, ich könnte jetzt diesen Akku-Bohrhammer SDS Max, könnte ich damit benutzen? Ja, auf jeden Fall. Dafür sind also die ausgelegt. Akku. Ja, klar. Ja. Du hast ja vorhin mal gesagt, das ist ja ein 40er, also 40 Bohrdurchmesser in Beton. Mhm. Also klappt. Ja. Und dass der jetzt so lang ist, das wäre auch kein Problem? Ja, jetzt kann ich euch noch mal einen Tipp geben, auch für die Gewerbetreibenden sehr interessant, weil einige sagen, ah, da müsste ich vielleicht dünn vorbohren oder. Nee, würde ich nicht machen, weil der Bohrer hier, der ist 1,20 Meter lang, der kostet richtig viel Geld. Und durch die Anwendung ist es so, dass der eben vorne mehr belastet wird, mehr abgenutzt wird als weiter hinten. Und irgendwann, wenn du den immer permanent in der gesamten Länge benutzt, dann hat der vorne einen gewissen Abrieb und hinten nicht. Das heißt, irgendwann spannt der im Bohrloch, weil der hinten dicker ist und da kommst du nicht mehr vorwärts. Und dementsprechend würde ich empfehlen, wir haben 3 verschiedene Längen, teilweise je nach Durchmesser sogar 4 verschiedene Arbeitslängen. Ich würde mit einem kürzeren Bohrer anfangen, den eben einsetzen in alle Bohrlöcher, dann den mittleren nehmen und den eben nur um die letzten 40 cm dann eben zu machen von dem 1,20 Meter. Und dementsprechend würde ich das weiter aufbauen, weil die kürzeren Bohrer im Verhältnis auch wesentlich günstiger sind als die langen, weil die bauen wir nicht so oft. Ja, die sind von der Fertigung auch wesentlich aufwendiger, deswegen kosten die eben entsprechend auch ihr Geld. Also, wir haben jetzt eben jetzt hier sehr hochpreisigen Bohrer und das ist eben der Vorteil, wenn du erst einen kürzeren nimmst, die sind im Verhältnis zu der Länge eben entsprechend günstiger, sodass du erstmal vorbohrst und den eben wirklich nur für das High-End für die letzten 2 Zentimeter benutzt, da hast du auch wesentlich länger was davon. Ja, wenn wir jetzt hier noch den Einspann und in den Boden, dann können wir auch noch Öl bohren, ne? Kannst du ja versuchen, ja. Gibt's auch Profis, die hier und da mal ein grünes Gerät haben? Was ist deine Erfahrung? Ja klar, haben wir das. Wir haben zum Beispiel hier das meistverkaufte Akkugerät überhaupt, den IXO, der kleine grüne. Den haben wir im Programm, den nehmen auch der ein oder andere, um Möbel zusammenzuschrauben oder im Elektriker noch irgendwelche Kleinigkeiten machen. Ja, das sind eben auch die, sie eben auch von Preisgefüge, die gerne nehmen, weil die sind eigentlich sehr interessant. Ja, aber wir haben auch meistens dazu auch gewerbliche Pendants. Ja, zum Beispiel einen Akkuschrauber, der eine Austauschakku drin hat und eine Elektronik im Schalter. Das hat der IXO zum Beispiel nicht. Das heißt, wir haben immer für die Anwendung spezielles Pendant in der Regel auch für den gewerblichen Bereich. Jetzt hast du noch ein Thema mitgebracht, das Thema Ampshare. Richtig. Klingt cool, Ampshare, ja, man will sich die Ampere quasi mal teilen, aber wer teilt sich die Ampere? Ja, das sind verschiedenste Hersteller, die das machen. Das heißt, wir haben jetzt mit einem Akkupack, mit einem Einsteckende die Möglichkeit, verschiedenste Hersteller eben entsprechend auch zu bedienen, sodass wir da eben auch in für uns Nischenprodukte reingehen, die wir selber nicht bauen werden, sondern gibt es eben Spezialisten wie Firma Klauke, die dann eben in dem Bereich mit unserem Akkusystem arbeiten kann. Das heißt, der Handwerker hat die Möglichkeit, die generellen Sachen eben Bohrhämmer, Winkelschleifer, Akkuschrauber von uns zu beziehen und die Spezialgeräte, jetzt zum Beispiel um so dicke, fette Kabel zu trennen, eben von der Firma Klauke. So, das heißt, wenn du mal zum Beispiel ein bisschen Autorität brauchst, dann kommst du damit morgens mal um 7 Uhr zur Arbeit. Dann ist das Thema eigentlich klar. Genau, dann sind die Jungs auch wach dann, ne, wenn sie das sehen. Und das macht ja für mich schon Sinn, weil ich sag mal, jemand, der damit arbeitet, der wird sicherlich auch Bedarf haben an einem Gerät wie einen Akkuschrauber. Richtig. Ne? Umgekehrt hat nicht jeder, der einen Akkuschrauber hat, Bedarf an sowas. Anderes Thema, Brennstuhl hier, LED-Leuchten, haben wir auch schon mal gezeigt. Finde ich auch ganz smart, dass du einfach sagen kannst, okay, du hast eben deinen Akkuschrauber oder vielleicht auch deine Stichsäge, hast ein paar Akkus dabei und kannst die jetzt auch noch sinnvoll nutzen. Den hast du mitgebracht, habe ich neulich auf der Eisenbahnmesse gezeigt. Ja. Ist mehr so für Rettungsdienste, Feuerwehren auch gedacht, weil ist ordentlich hell, unangenehm hell, würde ich mal sagen. Ja, natürlich haben wir eben auch Lampen im Programm, das ist nicht das Thema. Aber hier sind eben wirklich auf große Entfernung wirklich einen Spot setzen, um irgendwelche Leute zu suchen, Verunfallte oder ähnliches. Bei uns geht es ja eigentlich eher um die Baustellenausleuchtung. Das ist ein ganz anderer Ansatz und da haben wir eben Spezialisten, die sowas bringen. Oder hier auch ein Radio. Ich habe gehört, auch mit DAB. Ja. Das Ding heißt auch Rockhard. Dann hast du hier noch was mitgebracht. Ist kein GOP, nee. Aber ein Oszillations... Werkzeug. Richtig, ja. Tatsächlich sogar vom Erfinder des Oszillationswerkzeugs, weil du musst mal kurz weghören, Fein hat tatsächlich quasi eine Gipssäge für Krankenhäuser erfunden mit diesem Prinzip. Und ihr habt aber werkzeugtechnisch, also da, was da vorne dran ist, habt ihr eine Kooperation, ne? Denn ihr habt dieses Starlock zusammen entwickelt, Fein richtig, und ihr. Genau.
ein gemeinsames Aufnahmesystem, was du eben dann verwenden kannst. Das heißt, Bosch und Fein haben das gleiche Aufnahmesystem. Dementsprechend hast du die Möglichkeit, wo auch immer du die Sachen besorgen kannst, eben sicher zu sein, dass es untereinander passt. Hier habt ihr zusammengearbeitet, jetzt habt ihr hier auch zusammengearbeitet. Die Frage, die auch häufiger kommt, glaube ich, jetzt habe ich so einen Akku, M-Share, habe ich bei Fein gekauft, steht Fein drauf. Ist aber der gleiche Akku, ne? Das heißt, letztendlich ist es egal, ob da Fein, Rotenberger, Klauke, Beko, was auch immer, draufsteht, M-Share oder Bosch passt überall. Richtig, die sind hundertprozentig kompatibel. Das heißt bei uns auch rückwärts kompatibel ins Jahr 2008. Das heißt auch ein Akku, der mit Fein gekauft worden ist, passt in die Bosch-Geräte rein. Und deswegen haben wir das jetzt so gemacht, dass auf der einen Seite eben jetzt hier der Hersteller abgebildet ist und auf der anderen Seite eben das M-Share mit Powered by Bosch, sodass jeder eben weiß, hey, das passt auch in ein Bosch-Akkugerät rein. Also grundsätzlich ändert sich nichts, wenn du jetzt schon Bosch-Akkus hast. Wenn du einen Procore-Akku hast, da bleibt alles. Bleibt alles beim Alten. Das heißt, auch wenn du so einen alten Akku hast, den du vor 10 Jahren gekauft hast, passen die alten Bosch-Akkus in die neuen Feingeräte rein oder die neuen Rotenberger-Geräte rein und alle, die eben in dieser M-Share-Allianz eben mit zur Verfügung stehen. Das heißt, M-Share ist kein neues Akkusystem oder Einsteckende, sondern es ist einfach nur der Name, um allen Partnern eben auch eine Plattform zu bieten, um den gleichen Namen zu verwenden. Sodass wir da wirklich im M-Share-Bereich alle Akkus untereinander austauschen können. Ihr müsst dann im Prinzip ja nur darauf achten, was hat die jeweilige Maschine für Leistungsanforderungen. Als Beispiel, jetzt hier sind wir sicherlich ganz gut unterwegs mit dem 8er oder mit dem 12er. Ja. Procore, wenn euch das Thema Akku im Detail interessiert, dann gönnt euch nochmal unser Akku-Special. Verlinke ich gerade nochmal oben in der Infobox. Aber als Beispiel, so ein Umreifungsgerät, das wird nicht viel Power brauchen. Da kannst du auch wirklich dann so einen 2 Ampere-Stunden Akku benutzen. Aber von der Aufnahme passen die alle mal. Nur das habt ihr ja auch mal gezeigt, zum Beispiel bei der Kappsäge. Wenn ich vielleicht noch ein Kantholz irgendwie mal eben sägen muss, ich habe aber nur noch einen 2er Akku oder so, dann geht das auch nochmal so, aber eben nicht mit voller Leistung. Genau, und deswegen, gerade bei den gewerblichen Geräten haben wir eben drüber geredet, warum und wieso diese beiden Systeme blau und grün nicht zusammenpassen. Ich habe jetzt hier einen kleinen Akku, da ist es noch sind die 18650er Zellen drin, also die ganz einfachen Zellen als Einlager. Selbst den könnte ich jetzt in dieses starke Gerät reinpacken, weil die Elektronik, die in den gewerblichen Bereichen drin ist, erkennt, was für eine Leistungsfähigkeit der Akku hat. Und dann drosselt die Elektronik automatisch die Leistungsfähigkeit der Maschine, dass der Akku nicht kaputt geht. Ja, und dann kann ich damit noch weiterarbeiten, bis der andere Akku voll ist, aber natürlich nur mit begrenzter Leistung. Und das ist ein großer Vorteil unserer gewerblichen Geräte und eben der Kompatibilität insgesamt des Akkusystems. So, das heißt, die Welt wird besser durch M-Share, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall wird es einfacher für den Handwerker. Die Bosch-Akkus bleiben, wie sie sind. Und die Partner-Akkus, die sind dann eben entsprechend grau appliziert, sodass man das unterscheiden kann, aber trotzdem sind die hundertprozentig kompatibel. Also nicht denken, nur weil das jetzt grau ist, ist das ein anderes Einstiegende, ist das Gleiche. Natürlich haben wir jetzt Geräte von den Spezialisten, die mit unseren Akkus eben auch kompatibel sind. Das heißt, diese Nischenprodukte, die jetzt ich sag mal, ein Zimmermann nie braucht, ja, so ein Trenngerät oder dementsprechend so eine Inspektionskamera, die sind eben für diese speziellen Verwender, für die speziellen Handwerker ausgelegt, die diese Geräte tagtäglich in der Hand haben. Aber das sind natürlich jetzt nicht so die allgemein Bekannten, die eben jetzt zum Beispiel Zimmermann oder ein Schreiner oder ein Dachdecker braucht. Und dementsprechend sind das Nischen, die wir da eben auch mit abdecken, sodass wir eben ein Riesenportfolio haben mit einem Akkupack. Und du sagtest vorhin, glaube ich, im Prinzip ist ja das hier einer von 80 Millionen, ne? Weil so viele Akkus habt ihr am Markt. Es sind mittlerweile über 80 Millionen einzelne Akkupacks von Bosch mit diesem Einstiegende verkauft worden. Das heißt, die Vielfalt ist da. Und das ist der große Vorteil auch für die Partnerunternehmen, dass die Akkus da sind, die sind im Markt. Und man kann natürlich auch die anderen Partnergeräte eben auch ohne Akku, ohne Ladegerät kaufen, um dann entsprechend auch die Akkus, die man schon hat, zu benutzen. So spezielle Anwendungen wie Installation, Klauke, die machen ja, glaube ich, auch so Crimp-Tools. Mhm. Ist ja vielleicht auch so ein bisschen Überschneidung mit Rotenberger. Bin ich jetzt aber nicht hundertprozentig im Thema, das wisst ihr besser.
aber ihr öffnet euch weiter, oder? Ja, richtig, wir öffnen uns weiter. Da sind auch einige Partnerunternehmen, die jetzt schon feststehen, wo wir noch nicht drüber reden. Aber es sind auch für die nächsten Jahre einige weitere Partner in der Pipeline. Also das Thema Akku bleibt spannend, ja. Habt ihr gehört. Vor allem muss ich gerade mal so ein bisschen dran denken, bei den Grünen, da gibt es ja zum Beispiel auch so im Gartenbereich Teilnehmer, wie zum Beispiel Gloria, meine ich, ne? Die machen diese Spritzen. Vielleicht findet sich da ja noch der ein oder andere. Ja, da ist einiges in Bewegung. Auch da ist eben auch, wie wir sagen bei uns, Home and Garden, das sind nicht nur die Heimwerkergeräte für den Bau oder fürs Hobby, sondern eben auch die Gartengeräte mit dem gleichen Akku. Das heißt, wir haben in unserem Haus schon eben auch die grünen Geräte mit den Gartengeräten kombiniert und dementsprechend ist das jetzt auch ein Haufen, also Home and Garden. Also es ist eben jetzt kein neues System, neues Einstiegende, sondern unsere Historie bleibt bestehen und alle Partner, die dann kommen, wenn sich entweder auf das Heimwerkersystem, auf das grüne System konzentrieren oder auf das blaue. Also, ne, keine Panik auf der Titanic, ne? Der Akku bleibt kompatibel. Ja, auf Wobei jeden Fall. Die Titanic lief aber, glaube ich, mit Dampf, ne? Genau, ne? Wenn damals schon die Akkus dran gewesen wären, wären die durch den Eisberg durchgefahren. Aber hundertprozentig. So, Freunde, und was wir euch jetzt zeigen, das ist quasi der Hammer im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar, wie es hier auch draufsteht, der Bosch-Hammer. Der Bosch-Hammer ist schon ein Begriff, denn ihr wart ja auch ganz früh mit dabei bei der Entwicklung des pneumatischen Schlagwerks. Da stellen wir uns ganz dumm und fragen uns, was ist ein Schlagwerk? Ja, ein Schlagwerk, ein Hammerschlagwerk, Rassenschlagwerke vielleicht bei den Schlagbohrmaschinen. Ja, das sind zum Beispiel zwei Zahnräder, die ineinander greifen, ja, und durch den Anpressdruck nur funktionieren und durch die Drehkraft wieder rausgehen. Und die Hammerschlagwerke sind eben wirklich zum Zertrümmern ausgelegt. Ja, das heißt, ich will in die Wand und irgendwas zerstören. Und die Drehbewegung ist eigentlich nur dafür da gewesen, um das Bohrmehl abzutransportieren. Ja. Und der Hub ist eben auch im Zentimeterbereich oder größer, je nach Größe des Bohrhammers. Oder des Boschhammers, wie du gesagt hast. Man kann sich das ja ein bisschen einfach auch vorstellen oder merken, dass bei einer Schlagbohrmaschine bist du als Bediener im Prinzip derjenige, der die Energie reinbringen muss. Richtig. Ja? So. Und bei einem Bohrhammer, da bist du derjenige, der das Gerät eher nur führt. Aber da ist eigentlich kontraproduktiv, wenn du auch noch Druck drauf gibst, weil dann gibst du im Prinzip dem Gerät nicht die Freiheit, selber zu arbeiten. Genau, du grenzt das Gerät sozusagen ein in der Einsatzbereitschaft. Das heißt, ich sage immer, du musst den Kontakt zum Material suchen, ja, aber eben nicht anpressen, weil dadurch eben das Schlagwerk, die Energie, die eben auch entsprechend wieder zurückgenommen wird. Und bei dem pneumatischen System ist sogar so, dass die Schlagenergie vom Rückschlag der Anwendung eben auch das Luftpolster sozusagen mit zusammendrückt, um beim nächsten Mal wieder nach vorne zu gehen. Der gängigste Bohrhammer von der Technik ist das pneumatische Schlagwerk, oder? Kann man ja so sagen. Genau. Und da hast du hier was mitgebracht. Und das hier ist dann keine B-Ware, sondern quasi Schnittmodell, genau, wo man das jetzt sehen kann. Aber richtig arbeiten kannst du damit jetzt nicht mehr, ne? Ja, soll einfach das Innenleben von der Funktionalität zeigen. Das heißt, du siehst, wie das Teil funktioniert. Und da siehst du jetzt hier zum Beispiel, da oben, das ist das Ausgleichsgewicht. Das heißt, das ist eine Vibrationsdämpfung. Das heißt, der Schlag von dem Hammer geht nach vorne und das Ausgleichsgewicht geht in die andere Richtung und umgekehrt. Dadurch werden die Vibrationen weitgehend neutralisiert, sodass er dann eben nicht so mit dem Tatterich rausgeht, wenn er gearbeitet hat, sondern wesentlich ruhiger und länger damit arbeiten könnte. Ich kenne das, ich habe ja gerade hier mein Motorrad auch ein bisschen restauriert, die Einzylinder-Enduro. Und so ein Einzylinder ist ja auch dafür bekannt, dass er im Prinzip ja vom Motor selber keinen Masseausgleich hat. Mhm. Das heißt, dann hast du da ja eine Ausgleichswelle, die auch dafür sorgt, dass deine Zahnfüllungen drin bleiben, wenn du mal Gas gibst. Ja, genau. Das ist hier dann so ein bisschen das Prinzip ähnlich, dass man einfach mit Masseausgleich arbeitet. Aber wo ist denn jetzt hier der Kolben, der pneumatische Kolben, der jetzt hier das Schlagwerk im Prinzip das den Schlag ist hier, macht? Hier hinten drin, das siehst du jetzt nicht, das ist noch eigentlich verpackt. Das ist pneumatisch, ist eben weiter innen zu sehen. Also da so quasi? Im inneren Bereich, du siehst vielleicht, wenn es umdrehst, siehst du das besser, da ist jetzt hier da das Schlagwerk. Okay, wenn ich das heißt, und genau, hier drehe ich, aber wofür ist die Feder hier? Genau, damit er auch wieder zurückkommt. So, das heißt, der geht ja auch nach vorne. Wir haben jetzt hier keinen Widerstand, der jetzt hier kommt, der aktiviert wird. Und deswegen ist es ja eigentlich nur die Drehbewegung, die wir jetzt hier sehen, aber eben nicht das Schlagwerk. Okay. GmbH 228DV, gewerblicher Bohrhammer. Mhm. Warum denn 2? Das ist die Gewichtsklasse. Okay. Und dementsprechend eben 2, 4, 8 und bis hin
zu 27. Okay, ja. Das heißt, wir sehen ja hier, das ist ein kabelloses Gerät, was aber eigentlich ein Kabel hat. Ist ja abgeschnitten. Deswegen haben wir jetzt hier nicht die 18 oder die 12. Genau. 28, also Bohrdurchmesser und DV für? D bedeutet eben Drehstopp, das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit auch zu meißeln, und V ist eben die Vibrationsdämpfung. Das ist eines der ersten Geräte, die eben so bezeichnet worden ist. Da war das damals noch relativ frisch war, dass Vibrationsdämpfung überhaupt eingesetzt wird. Das wird jetzt nicht mehr benutzt, weil das eigentlich so gut wie selbstverständlich ist in unseren Geräten. Vibrationsdämpfung, frage ich einfach mal hier. Wir haben ja jetzt hier einen, der hat auch hier noch die Vibrationsdämpfung. Richtig. Aber du hast trotzdem diese Vibrationsdämpfung im Prinzip auch hier im Hammerwerk. Ja, aber hier haben wir einen wesentlich höheren Schlag. Wenn wir da eine komplette mechanische Vibrationsdämpfung reinmachen würden, dann wäre das Gerät viel zu schwer und das würde viel zu viel Platz wegnehmen. Und deswegen haben wir zusätzlich noch die Vibrationsdämpfung hier im hinteren Bereich. Und da auch ganz, ganz gut aufpassen, hey, das ist so eine Art Federmechanismus. Wenn ich mal haben darf, wenn ich mich jetzt hier komplett drauf stütze, ja, und das sozusagen eliminiere und zu feste drücke, dann habe ich überhaupt keinen Federweg. Das heißt, auch hier den Kontakt zum Material suchen, dass er sich eher noch bewegen kann. Dann habe ich natürlich auch die Dämpfung da. Also ich mache das immer so, wenn ich mit dem Bohrhammer arbeite, dann taste ich mich so ran, dass der Bohrer nicht springt. Ne? Genau. Dann bin ich ja eigentlich richtig, ne? Richtig, im Optimalfall. So, aber so gerade nicht springen, nicht weiter drücken. Mhm. Das ist eben auch, wir sagen da Leerschläge zu, da sollte man tun nichts vermeiden, dass du viel Leerschläge habt. Also geht eben immer auf die Mechanik, auf das ganze Schlagwerk drauf. Das heißt, die brauchen schon den Kontakt zum Material, damit er anständig arbeiten kann und dass der Hammer eben seiner entsprechenden Einsatzfähigkeit eben auch eingesetzt werden kann. Da muss ich gerade schmunzeln, denn ich erinnere mich, ich habe mal mit einem 10-Tonnen-Hammer gearbeitet. Ich glaube 10 Tonnen oder 7 Tonnen, auf jeden Fall ein richtig dickes Ding am Bagger eben, weil 10 Tonnen Hammer, den hältst du natürlich nicht mal eben mehr so. Und der Baggerfahrer, der mich da ein bisschen eingewiesen hat, der hat wirklich den Finger gehoben und hat gesagt, mach bloß keine Leerschläge, weil dadurch geht das Ding kaputt. Genau. Ne? Ja. Und was man auch nicht machen soll bei so einem Hydraulikhammer am Bagger, von wegen jetzt mit dem Meißel rein ins Material und dann schön hier hebeln und so weiter, können die auch nicht so gut haben. Wird dann auch teuer, wenn es einen Schaden gibt. Ist ja hier auch so, ne? Also wenn ich jetzt hier mit, denn du hast gesagt hier Meißelstopp, da hinten, Drehstopp. Ja, genau. Das ist der große. Gibt es Bohrheimer ohne Drehstopp bei euch? Ja, ne? Wir haben jetzt zum Beispiel diese Aufsätze, die haben das eben nicht, ne? Den Drehstopp, ja. Aber ist das jetzt hier vom Flexil, vom 60er? Ja, vom 60er, aber auch dann von dem zukünftigen 90er. Oh, ich weiß so aus meiner Erinnerung, ich glaube 1 Joule Schlagenergie. Ja. Und bei 1 Joule mit Meißel macht vielleicht auch noch nicht so Sinn. Ne? Also selbst wenn du einen Fliesenspiegel darunter holen willst, ein bisschen lange zugegen. Aber hier auch mal interessant, hier haben wir ja kein pneumatisches Schlagwerk. Und ich dachte früher immer so, das wäre eigentlich mehr so ein bisschen Behelf, aber wir haben uns eines Besseren belehren lassen. Wir haben die ja mal getestet und das Ding zwirbelt echt ordentlich durch. Ne? Also richtig. Da kannst du auch problemlos 8 mm Stahlbeton, also ist jetzt keine Notration. Ne? Nein, ich sag immer, du kannst auch größere Durchmesser, ich würde empfehlen bis 16 mm, ja, Stockschrauben und so weiter in der Richtung gehen dann 14, 16 mm in der, im Durchmesser. Der ist nur langsamer als die reinen Bohrhämmer, weil es ein Spezialaufsatz ist für einen Akkuschrauber. Und dementsprechend kann ich diese Durchmesser durchaus bohren, bin nur etwas langsamer, weil ein Joule Schlagenergie natürlich reingeht, aber eben nicht so schnell wie du Kollegen da drüben. Ne? Ja, das merkst du, wenn du beispielsweise auch mal ein bisschen Abbruch machst, mal so eine Wand irgendwie wegstemmen willst. Dann bist du vielleicht anfangs noch begeistert, wenn du jetzt mit dem irgendwie so ein Meißel und dann tut sich so ein bisschen was. Aber wenn du dann mal den Unterschied hast zu einem richtigen Abbruchhammer von euch, die habt ihr ja auch. Ne? Also ja, die sind genau. Ja dann auch wirklich so, ich sag mal, landläufig würde man vielleicht so schon an das Thema Presslufthammer denken, von der Größe. Da geht dann natürlich schon die Post ab. Ne? Ja. Und was man auch sagen muss, ich habe mit solchen Geräten auch schon länger gearbeitet und es ist wirklich einigermaßen verträglich. Wenn ich mich erinnere, ich habe früher auf dem Bau gearbeitet und dann mit so einem richtigen Presslufthammer ohne großartige Dämpfung, da hattest du am Abend, hat alles gejuckt. Das war, glaube ich, auch diese Weißfingerkrankheit. Ja. Und schlimm war es dann, dass du im Prinzip nach 3 Tagen keinen Jucken mehr hattest. Aber das ist dann eigentlich kein gutes Zeichen. Weil das heißt nicht, dass es dann gesund ist, ne? Ja, die Vibrationen sorgen dafür, dass in den Fingerspitzen das Blut eben nicht mehr bis nach vorne hinkommt und dann sterben die vorderen Adern ab und das ist eben die Finger nicht mehr so rötlich, das kommt ja von dem Blut. Und wenn man die Finger so ein bisschen auseinanderdrückt und die dann wegnimmt, dann ist es erstmal weiß.
Ja, so. Und bei denen, die diese Weißfingerkrankheit haben, ist wirklich, sind die Adern abgestorben und haben kein Gefühl mehr in den Fingern. Und deswegen ist es offiziell anerkannte Berufskrankheit. Und jetzt ist es einfach so, dass wir eben die Einheit der Vibrationsdämpfung eben auch definieren müssen. Das ist Meter pro Sekunde im Quadrat. Und da gibt es eben auch eine Nomenklatur, wie viel Vibration ein Mensch am Tag ertragen darf. Und wir müssen eben auch in die Bedienungsanleitung reinschreiben, wie viel Vibrationen wir haben. Und dementsprechend darf man eben mit den größeren Geräten eben nur 2-3 Stunden am Tag arbeiten, nicht länger, weil man sonst die Probleme hat mit dieser Weißfingerkrankheit. Das ist alles definiert. Und wir versuchen natürlich jetzt alles in unseren Geräten, um diese Vibration rauszunehmen, ob das jetzt mechanisch oder eben im Innenleben des Gerätes ist oder durch das Ausgleichgewicht, versuchen wir eben alles, um eben diese Vibration einzugrenzen. Denn abschalten, abmachen, kriegt man nicht hin. Das ist eben im Sinne des Gerätes, dass du irgendwelche Vibrationen eben rausbringst. Wir hatten ja vorhin schon mal kurz das Thema gezeigt, hier SDS Max, SDS Plus. Du hast aber wirklich mal so ein bisschen hier deinen Bauchladen aufgemacht. Ja, ich habe wieder was mitgebracht. Genau. Du hast auch wieder da vorne in so einer Ecke, ganz verschämt, ist wieder der 1200mm Bohrer. Mhm. So, was hast du dir dabei gedacht? Ich sehe beispielsweise hier den. Da sind Löcher. Das heißt Staubabfuhr über den Bohrer oder Kühlung. Genau. Oder was ist das? Also das ist ein Saugbohrer, sagen wir. Ein Speed Clean Bohrer. Der hat den Vorteil, dass ich jetzt eben keine Stäube mehr in die Umgebungsluft reinbringe. Das heißt sozusagen abgesaugt wird. Das heißt, wir haben hier vorne Öffnungen und nach den ersten paar Mal draufhauen habe ich eine Führung. Dadurch habe ich eben den Vorteil, das komplette Material so zertrümmern, dass es in die Löcher reinpasst und der Staub eben über den Staubsaugeranschluss hier, über diesen Stutzen eben abgeführt wird. Das heißt, ich habe wirklich ein staubfreies Loch. Das heißt, diese Wendel, die wir jetzt hier haben, die wir hier sehen, sind eigentlich nur dafür gedacht, um das Bohrmehl abzutransportieren. Genau. Wegzukriegen, ja. Richtig. Und das brauche ich ja nicht, weil das hier hohl ist. Es ist also ein Rohr. Und hier ist auch eine Öffnung. Und dementsprechend kann ich absaugen. Ich habe jetzt also noch weitere Vorteile bei dem Saugbohrer. Ich bin sozusagen schneller auch. Weil durch die Wendel habe ich natürlich eine gewisse Einschränkung der Kraft, des Arbeitsweges. Das habe ich hier nicht. Und ich habe vorne an der Spitze nicht so eine hohe Temperatur. Weil die warme Luft von der Anwendung wird natürlich auch abgeführt und deswegen ist er hier verjüngt, damit die frische Luft hier wieder nach vorne kommt und ich eben keine Reibung an den Flanken habe. Das ist natürlich, sind die Hartmetallstücke eben kühler und je kühler das ist, umso länger ist die Standzeit. Das heißt, der Saugbohrer sorgt nicht nur dafür, dass ich ein staubfreies Loch habe, sondern ich bin auch schneller und habe eine höhere Standzeit insgesamt. Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, dass es auch für die Standzeit gut ist. Mhm. Das Thema Staub, klar. Ich finde, er sieht auch anfangs immer noch gewöhnungsbedürftig aus. Ich dachte immer auch, dass es irgendwie so ein Zusatz wäre, den man hier dran machen kann oder nicht. Aber das ist schon das System. Ne? Ohne genau. Dem funktioniert der Bohrer nicht, gar nicht. Genau. Weil das ganze Bohrmehl ja nicht wegkommt. Ne? Richtig. Und das funktioniert auch wirklich nur mit Staubsauger. Ja? Also kein Saugbohrer, der alleine arbeitet, sondern deswegen der Stutzen. Ich brauche den Staubsauger. Seit wann gibt's das? Das haben wir schon sehr lange. Wir haben ja schon mal früher eine Generation gehabt mit den Saugbohrern, aber ich sag mal so, da war die Zeit noch nicht reif dafür. Deswegen haben wir die aus dem Programm genommen. Aber die haben wir jetzt, ich schätze mal so 4-5 Jahre, haben wir die auf jeden Fall schon wieder im Programm. Okay, aber noch nicht 10 Jahre. Nein, noch nicht so 10 Jahre. So, das ist jetzt ein 10er Durchmesser. Mhm. So, jetzt habe ich hier 2 konventionelle 10er Bohrer mit der Wendel. Mhm. Hier reguläre Schneide. Das ist hier diese Vierfachschneide. Nicht nur eine Vierfachschneider, sondern das ist ein kompletter Hartmetallkopf. Deswegen wollten wir eben den hier nicht unbedingt mit dem Hartmetallkopf-Bohrer vergleichen, sondern den müsste man eigentlich mit dem anderen Vierschneider vergleichen. Weil hier haben wir 4 Schneiden am einen Durchgehsegment und 2 Seitenflanken und dadurch eben der Vierschneider, weil das haben wir eben auch mit den Wendelbohrern hier ganz, ganz normal auch. Und das, was wir jetzt hier gezeigt haben, das sind die Hartmetallkopfbohrer. Die haben natürlich noch eine extremste Leistungsfähigkeit und eine extremste Standzeit. Also da sind ja natürlich auch standfester als die Saugbohrer insgesamt, weil da eben auch nur die Segmente drin sind. Also der ist jetzt kein Hartmetall. Doch, das sind auch Hartmetallsegmente, aber ja. Eben kein komplett Hartmetallkopf. Hier ist der komplette Kopf aus Hartmetall. Ach so. Das sieht man eben jetzt hier bei dem zum Beispiel ganz gut, weil wir den haben wir jetzt blau eingefärbt. Okay. Und um einfach zu sagen, hey, das ist ein Hartmetallkopf aus der Expert-Line, also ist der leistungsfähigste, was wir eben Hammerbohrern haben. Entschuldigung. Also das ist im Prinzip Basis? Richtig. Dann das ist hier... High-End. High-End. Und wo ist dann der dazwischen? Eigentlich denke ich so, ich habe diese Staubabfuhr, das ist doch perfekt, dann nehme ich nur noch den.
Oder, oder gibt es Sachen, wo du sagst, naja, dann, also das macht schon Sinn, den jetzt zu benutzen? Also ich bin jetzt erstmal verwirrt ein bisschen. Du bist jetzt ein bisschen verwirrt. Du hast jetzt eine gewerbliche Anwendung und musst jetzt Dutzende von Löchern bohren. Jetzt bist du im Krankenhaus, im Kindergarten, im Altenheim und. Oder im Computerraum und du willst keinen Staub im Raum haben. So, da hast du jetzt verschiedene Absaugmöglichkeiten am Gerät oder extern mit der GD68, also mit der Absaugglocke und. Und hier brauchst du den ganzen Zeug nicht, sondern hier hast du direkt die Absaugung vorne. Und das hat noch einen weiteren Vorteil, dass er in das Loch nicht nur sauber ist, sondern der Staub ist komplett weg. Wir haben zum Beispiel von Fischer die Zulassung, damit eben keine Bohrlochreinigung mehr machen zu müssen, wenn du einen Dübel setzt. Bohrlochreinigung ist bei vielen Anwendungen zwingend erforderlich. Brauchst du hier nicht, weil überhaupt kein Staub an das Bohrloch, an die Bohrlochwand kommt. Und dementsprechend habt ihr auch die Zulassung, steht bei den Herstellern der Dübel eben jedes Mal mit drin, was du machen musst, um eben das Loch sauber zu haben. Und darauf kommt es eben auch an. Das heißt, du hast hier auch Arbeitszeit gespart. Du kannst dir vorstellen, dass dieser Bohrer von der Fertigung her natürlich wesentlich teurer ist als dieser oder als dieser. Und das ist das, was ich jetzt eben auch erklären möchte, weil das ist ein Zweischneider. Der ist teilweise in weichen Materialien sogar schneller als der Vierschneider, weil der weniger Widerstand am Kopf hat. Aber dadurch musst du manchmal hier lüften raus und rein, weil das Bohrmehl eben dann stopft. Aber der ist dann wesentlich günstiger. Das heißt, wenn du weiche Materialien hast, kannst du durchaus mit dem arbeiten. Der hat den riesen Vorteil bei Armierungstreffern. Wenn ich Armierungstreffer habe, habe ich gerades Loch weiterhin. Auch wenn ich das Armierungseisen nur randnah treffe, geht der gerade durch. Weil er hier so hart ist, dass er das Armierungseisen auch zerschneidet. Weil der auch, ich sag mal, hier teilweise spanabhebende Flanken hat, also das Armierungseisen auch abarbeitet. Und die anderen Bohrer, die klopfen das Armierungseisen nur fest und haben eben keinen Fortschritt, weil der eben ganz anders aufgebaut ist. Und haben das Problem, dass sie eventuell am Armierungseisen sich vorbeiarbeiten. Klemmen. Oder dann hast du halt dieses Problem, dass du auf einmal Kickback hast. Richtig. Und deswegen eben auch gerade da bei den Bohrhämmern Kickback Control. Ne? Wir blenden den mal ein, blenden mal Amazon ein, dann wisst ihr ungefähr, was euch da erwartet. Mhm. Könnte aber auch so ein Indiz sein dafür, dass ich so ein Ding noch nicht habe. Ja, wahrscheinlich. Aber du hast gesagt, brauchst du nicht mehr, ne? Danke. Ich muss euch das ja zeigen. Ich muss ihm ja auch ein bisschen was aus dem Kreuz leiern, was halt hier auch für euch mal zu präsentieren ist. Ja. Genau, deswegen bringe ich das ja mit, um ein bisschen Appetit zu machen für euch oder auch für andere, damit ihr sowas kennt oder auch wertschätzt. Weil gerade auch im privaten Bereich wird das sehr gerne eingesetzt. Kann ich auch auf dem grünen Hammer rauf tun, auf eine PBH haben wir natürlich auch im Programm. Also passt auch auf die grünen Bohrhämmer oder auch in der Akku-Allianz entsprechend. So, alles, was mit SDS Plus ist. Ich stelle mir das irgendwie ganz vor, wenn du dann mal irgendwie zu Tante Erna am Wochenende kommst und mal ein paar Bilder anbringst oder ein Regal andübelst, dann kommst du mit dem Ding da. Das schnittet doch Eindruck, oder? Staubfrei. Ja, genau. Ist staubfrei zu arbeiten. Wobei, ich muss noch mal ganz klar sagen, ne, meine Erfahrungen mit Handwerkern sind auch teilweise zwiespältig. Es gibt immer noch diejenigen, die dann einfach Handwerk macht gleich Dreck. Und nach getaner Arbeit darfst du dann irgendwie alles sauber machen. Und vor allen Dingen, wenn da gebohrt und gesägt wird, ohne Staubabsaugung, direkt am Objekt, das ist ja dann nicht nur da meinetwegen in der Küche oder im Wohnzimmer, sondern der Staub verteilt sich ja dann auch Haus. Ne? Zwei Zimmer weiter am Schlafzimmerschrank hast du ja, das dann. Ne? Also das finde ich, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Ihr könnt ja mal schreiben, wenn ihr handwerklich unterwegs seid, seid ihr wirklich ganz akkurater unterwegs, alles mit Staubabsaugung oder, ne? Ja, das ist eben, die gibt es schon ab 6 mm Durchmesser, ja, also auch wirklich funktionstüchtig und bis 24 mm im SDS Plus Bereich und da hinten liegt noch einer mit SDS Max Aufnahme bis zu 35 mm und 60er Arbeitslänge, also 60 cm, genau der. Ja, den wollte ich auch nochmal ausprobieren hier, wenn du weg bist, danke. Den nehme ich wieder mit. Was? Muss mich hier mal alles rausleiern lassen hier. Es ist ja auch schon mal ein bisschen praktisch, ne? Weil du hast einfach auch mal, du hast auch mal einen ergonomischen Handgriff, um den Bohrer hier rumzuschleppen auf die Baustelle. Ja, und deswegen ist das so, das ist ja nicht fest. Oder, der Bohrer dreht sich ja, ne? Und da ist der Staubsaugerabschluss dran und ja. Oder hier, das ist doch hier. Und dann weißt du Bescheid. Aber wenn du jetzt konventionell bohrst, die einfachste Möglichkeit ist ja, du hast einen Bohrassistenten, steht da mit dem Staubsauger und hält dann mit der Düse möglichst zielgerichtet an dem Bohrloch.
Ja, genau. Dann hast du auch meistens noch professionelle Anwendung. Dann hast du auch meistens noch irgendwelche Spuren da an der Tapete oder wo auch immer dran. Mhm. Die Hälfte geht auch eventuell daneben. Dann gibt es noch diesen Lifehack, wo du dann einfach so ein bisschen mit Panzerband unten drunter klebst, wo das dann reinfällt. Gibt es auch, aber auch nicht so optimal, weil es verteilt sich auch immer noch so ein bisschen Staub so durch die Luft und du hast das Bohrloch nicht sauber. Deswegen finde ich diese Methode eigentlich sinnlos, weil du brauchst eh einen Staubsauger, wenn du es richtig machst im Anschluss. Sowas in der Art kenne ich vom 26er. Da ist hier quasi ein eigener Staubsauger drin und das finde ich wirklich schön. Auch noch hier einen Tiefenanschlag zusätzlich. Mhm. Das sieht jetzt aber anders aus. Richtig, der ist jetzt für den 28er D, das heißt diese D-Form, eher dieser Spatengriff hinten. Und hier haben wir ein anderes System, hier haben wir ein zusätzliches Lüfterrad und über dieses Lüfterrad wird sozusagen angesaugt und der Staub sozusagen von hier vorne hier durchbefördert in die Filterbox rein, sodass wir jetzt hier eben wesentlich leichter sind und eben keinen zusätzlichen Motor brauchen. Der ist serienmäßig, das heißt hier ist alles schon vorbereitet und dann klicke ich das hier so. Genau. So, mehr ist da nicht. Richtig. So, und wenn ich jetzt anmache, bei dem anderen war das so, man hört dann wirklich quasi diesen kleinen Mini-Staubsauger. Hier höre ich jetzt gar nichts, ne? Aber der funktioniert auch nur dann, wenn der sozusagen das Lüfterrad sich dreht. Und da brauchst du, hörst du ja auch nichts, weil der Unterdruck eben über das Lüfterrad erzeugt wird. Okay. Was ist das jetzt hier? Das ist eine Abrüttelfunktion, um den Filter zu reinigen. Ach, eine Abrüttelfunktion. Jetzt kenne ich ja von den Staubsaugern. Mhm. Die machen dann quasi Poltergeistfunktion. Richtig. Das klopft dann immer. Genau, und hier drehst du und schüttelst dadurch den Filter frei. Ja, das Geräusch kennt man, nur etwas anders von der Tonlage. Ja. Krass, ja. Aber das hatte ich ja vorher nicht bei dem anderen. Nö. Das heißt? Ja, wir haben immer wieder mitgedacht und da sind auch die Zuschauerkommentare oder die Erfahrungen unserer Handwerker eingegangen und haben jetzt nochmal den Filterreinigungseffekt jetzt hier mit zusätzlich reingebracht. So, und Zusatzfunktion, du hast im Prinzip ja hier, by the way, nochmal einen Tiefenanschlag. Das heißt, hier den Anschlag brauchst du nicht mehr. Das geht hier automatisch. Musst du nur entsprechend vorher darauf achten, dass du den richtig eingestellt hast, nicht, dass du vergisst und dann willst du bohren, auf einmal kommst du nicht tiefer und wunderst dich, warum, ne? Ja, mitdecken sollte man schon. Und dementsprechend gibt es auch unterschiedliche Bohrlängen, also Bohrerlängen. Und die sind eben darauf ausgelegt, auf die Bohrer, die wir haben. Aber wir haben ja teilweise noch Verlängerungen, die auch im Lieferumfang da mit dabei sind. Das heißt, du hast die Möglichkeit, den einen rauszunehmen und den anderen rein, um eben mit längeren Bohrern zu arbeiten. So, das heißt, du musst ja eine Verlängerung haben, denn wenn der Bohrer so lang ist, kommst du ja nicht mehr hier durch deinen Staubsauger durch. Genau. Dann kannst du nicht... Kannst ja nicht anfangen zu bohren und den Bohrer nochmal nachsetzen. Richtig, also wir haben die verschiedensten Bohrerlängen. Ich habe jetzt auch hier wie so ein paar Angeberbohrer mit dabei. Also wir haben jetzt aber SDS Plus auch bis zu einem Meter Bohrer. Ja, da ist die aber nichts mehr mit Staub. Nee, dafür ist auch nicht, das sind eher für Durchbruchsbohrungen. Und dann haben wir eben andere Möglichkeiten eben auch. Aber das ist schon mal gerade zum Dübelsetzen, wo ich eben, ich sag mal, unheimlich viele Löcher zum Dübelsetzen eben auch benutze und brauche, ist das schon mal eine super Lösung. Aber hier haben wir eben die andere Option über die Absaugglocken, die wir im Programm haben. Das wäre dann typische Absaugglocke, hier zum Beispiel SDS Max, sowas, ne? Oder? Und das ist jetzt zum Beispiel, sowas kann ich hier auch aufsetzen auf gewisse Absaugsysteme. Die passen dann auch, um zum Beispiel eine Dose zu senken. Und dafür ist das dann ausgelegt, damit du auch beim eine Steckdosen setzt oder Schalterdosen, dass du da eben auch absaugen kannst. Was ist das jetzt hier? Das ist die Verlängerung. Ich habe jetzt nur zwei davon dabei. Das Ach so, gehört okay. dann entsprechend mich da rein. Dann, ne? Das kann ich dann einsetzen und entsprechend drauf machen. Nochmal das Thema unterschiedliche Bauformen. Mhm. Das ist jetzt dieser Spatengriff. Mhm. Wofür kommt dieser Spatengriff oder was ist der Vorteil? Wir verkaufen die Bohrhämmer natürlich in verschiedensten Ländern weltweit. Und in Europa, gerade in Deutschland, ist eben diese L-Form, diese normale Form, für uns normale Form eben Standard. Aber zum Beispiel in den USA sind diese D-Form eben Standard und deswegen schwappt das so ein bisschen rüber aus den anderen Ländern. Aber der ist jetzt in meinen Augen einer der idealen Akkubohrhämmer, weil der eben von der Drehgeschwindigkeit und von der Schlagenergie eben ideal auf die mittleren Bohrer abgestimmt sind. Und deswegen leiten wir das gleich mal rüber in den 34er. Warum und wann setze ich den einen und den anderen ein? So, 34er sieht schon für mich auf den ersten Blick so ein bisschen SDS Max Kategorie, aber ist noch SDS Plus, ne? Genau. Jetzt ist der 34er hauptsächlich ausgelegt für die großen Durchmesser im SDS Plus Bereich. Das heißt, ich habe in SDS Plus bis hier, was habe ich jetzt, 32,
30 mm Bohrer. Ob das Sinn macht, mit einer 10 mm Aufnahme dann 30er Durchmesser zu bohren, ist eine andere Frage. Ja. Aber wir haben hier eben jetzt die Möglichkeit, von der Drehgeschwindigkeit und von der Schlagzahl diese großen Durchmesser auch zu bedienen. Da würde ich jetzt nicht ungefähr vom Gefühl irgendwo einen 6er Bohrer nehmen oder einen 5er. Das geht zwar auch, aber der wird dann eher reingemeißelt anstatt gebohrt, weil die Drehzahl einfach nicht so schnell ist, um das Bohrmehl abzutransportieren, weil die Schlagenergie zu groß ist. Weil die Schlag so hoch ist. Genau, und deswegen eben jetzt hier auch dieses Video, diese Erklärung, diese Abgrenzung, wann und wo setze ich was ein. Das ist natürlich ideal jetzt eben auch für den Flexi-Klick-Schrauber und diverse Einsatzmöglichkeiten. Warte mal, ich muss das gerade mal begreifen. Da denkst du ja normalerweise gar nicht drüber nach, dass quasi die Maschine für den Bohrer zu stark ist oder für das Werkzeug. Wäre dann so ungefähr Auto mit 500 PS, 165er Reifen drauf. Genau. Oder du hast einen Trabi mit einem 2-Tonnen-Anhänger. Auch doof. Ja. Also wenn wir jetzt 5 oder 6 mm bohren, dann ist dieser nicht unbedingt das Mittel der Wahl. Also das würde ich jetzt nicht empfehlen. Es funktioniert zwar, wenn ihr vorsichtig seid, könnt ihr das natürlich auch. Aber es geht ja darum, auch hier die Empfehlungen auszusprechen, welche Bohrer für welchen Einsatzbereich eben auch gut sind und wie wir die einsetzen. Hier haben wir eben den großen Vorteil, dass wir alles, was mit SDS Plus haben, die größten, stärksten Bohrer auch einsetzen können. Den würde ich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt einsetzen. Mit dem Flexi-Klick-Aufsatz, ja, das wäre dann irgendwann zu viel für die Maschine. Ja, natürlich wird es irgendwo in weiche Materialien auch reingehen, wenn ihr die Zeit dafür habt, ja. Aber das ist einfach nicht mehr, ich sag mal, förderlich, um eben schnell zu sein. Ne? Aber ich habe den ja auch hier in der Werkstatt und ich habe dieses schon benutzt. Ja, genau. Und das ist eben ein großer Vorteil von SDS Plus. Geht's? Genau. Das heißt, das ist ja auch der Unterschied zwischen dem 26er mit F und ohne F. Ne? Beim F hast du das Schnellspannbohrfutter dabei. F und ist Futter, ne? Nomenklatur nochmal. Ja. Mhm. Und jetzt sag nochmal, wofür kann ich das benutzen und wofür soll ich dann normal schon vielleicht die normale Bohrmaschine benutzen? Oder den Akkuschrauber. Also das ist immer eine Alternative, wenn ich Drehbohrer habe. Das heißt, für Holz oder für Metall kann ich die dann einsetzen. Zum Beispiel oder mal einen Flachfräsbohrer in Holz oder alles, was da so möglich ist. Aber die Drehzahl ist natürlich wesentlich geringer als bei den Geräten, die darauf spezialisiert sind, die Metallbearbeitungsgeräte und. Das ist eben eine Zwischenlösung, gerade wenn ich im Schalungsbau unterwegs bin, um eventuell auch meinen Schalungsbohrer einzusetzen und dann irgendwas zu befestigen. Also wir haben hier eben die Option. Und es ist so, wenn wir jetzt hier oben mal drauf gucken, haben wir natürlich einige Einstellmöglichkeiten. Ja? Wir haben jetzt hier einmal den Pfeil nach vorne, das heißt, hier ist Rechtslauf, hier ist Linkslauf. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, auch einen Bohrer, wenn er sich festgefressen hat, rauszudrehen. Und ich habe die Möglichkeit eben auch zu hämmern. Das, was jetzt nicht da drin ist, ist ein Schlagstopp. Das heißt, der Stößel, der geht immer weiter nach vorne. Aber ich habe einen Drehstopp zum Meißeln. Ja, richtig. Aber jetzt haben wir natürlich auch den Stößel, der hier arbeitet. Aber der ist so aufgebaut, das Futter, dass der Stößel eben nicht bis zum Bohrerende hindringt, sondern dadurch habe ich eben auch keinen Schlag auf dem Bohrer. Und das ist eben der große Vorteil, dass ich jetzt hier bei dem Gerät ohne Schlagstopp arbeiten kann und nur drehend bohre. Okay, aber entsprechend muss ich diesen Aufsatz verwenden. Ich könnte jetzt nicht hier hingehen und sowas. Gibt es ja auch im Zubehör irgendwo zu kaufen nochmal. Genau. Das würde dann jetzt nämlich hier den Schlag quasi übertragen. Richtig, das ist eben genau das Problem. Deswegen habe ich das mitgebracht. Da kannst du also nicht nur drehen bohren, da haust du den vor und zurück und ein dünner Metallbohrer, der hinten einen Schlag kriegt. Ist kaputt. Mhm. Oder Verletzungsrisiko ist natürlich auch groß. Jetzt haben wir hier den 12 Amperestunden Akku drin. Ja. Geht super, aber ist nicht unbedingt notwendig und vor allen Dingen hast du mehr Gewicht am Start, was du nicht brauchst. Ne? Genau. Noch ein Thema, wo ich jetzt hier gerade das sehe, da ist ja jetzt hier auch ein bisschen Fett. Ein Bohrhammer braucht ein bisschen Pflege, ne? Das heißt, wir sollten immer ein bisschen Meißelfett, das gibt es in so kleinen Tuben, blenden wir euch auch mal ein, parat haben, wo man dann hier und da einfach mal so ein bisschen hier eine Spur Fett dran gibt. Ne? Genau, also das ist eine Fetttube, die wir auch im Lieferung für dabei haben, also nicht in die ganze Tube reinpressen, sondern hinten auf den... Ja, alles schon da gewesen. Hinten auf den Bohrer eine Weintraubenkern große, also nicht Weintraube, sondern Weintraubenkern, so in der Größenordnung, also ein bisschen was minimal, drauf. Ja, minimal, okay. Bisschen drauf. Und das hat mehrere Vorteile. Einmal hat natürlich jetzt die Schmierung, die Bewegung, dass er besser läuft. Eben auch eine gewisse Kühlung dabei da ist. Aber auch was du hier siehst, das ist ja der Dreck hier vorne dran, der ist jetzt
Das Fett ist ja eigentlich durchsichtig und das ist hier das schwarze Dreck dran. Das heißt, er bindet auch den Schmutz aus dem Schlagwerk. Richtig, das heißt, wenn du nur Schmutz rein hast durchs Arbeiten, wird der Staub, die Späne dementsprechend, je nachdem, was du da machst, gerade der feine Staub gebunden an dem Fett und beim nächsten Einsatz wischst du das mit dem Tuch ab. Und deswegen ist das Tuch im Lieferumfang enthalten, damit du das nach der Anwendung das Bohrmehl da rauskriegst, das wird gebunden in der Aufnahme und du wischst das ab und machst dann wieder neues Fett drauf. Dann der Bohrer, der ist irgendwann vorne verschlissen, ja, und dann nimmst du einen neuen Bohrer. Aber das Bohrfutter an sich wird ja immer weiter benutzt. Und dieses Bohrmehl, was da drin ist, das ist dann wie Schmirgelpapier und versaut dir dann die Aufnahme. Und deswegen ist es Ziel des Fettes auch, dieses überschüssige Bohrmehl, was in die Aufnahme reinkommen kann, raus zu transportieren, damit du immer ein sauberes Bohrfutter hast. Krass. Also ich wusste, klar, Schmierung, wir haben das ja auch immer wieder empfohlen, aber dass es noch diese Funktion hat, dass du quasi das Ganze auch sauber hältst und dieses abrasive Bohrmehl da raushältst oder minimierst, wusste ich nicht. Ne? Aber ja, dafür haben wir den Michael ja hier am Start, dass wir immer ein bisschen schlauer rausgehen aus der Sendung, als wir reingekommen sind. Ne? Ich hoffe sehr, ja. Und das war auch nicht abgesprochen. Also auch ich lerne hier live dazu. Dann, was wir ja auch noch sehen, Made in Germany. Es gibt also tatsächlich nur Elektrowerkzeuge, die aus Deutschland kommen. Und ich war ja schon bei euch in Leinfelden, echter Ding. Hab gedacht, eigentlich müssten wir mal eine Factory-Tour bei euch machen. Aber die wollten mich nicht reinlassen mit der Kamera. Vielleicht kriegen wir das nochmal hin. Wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Denn, wie gesagt, ich habe selber gesehen, mit eigenen Augen, die Geräte wurden da gebaut. Ne? Ja, das sind so Werke. Wir haben zum Beispiel in Sebnitz noch ein Werk. Da wird zum Beispiel jetzt von Winkelschleifer das X-Log produziert. Ja, die Kartuschen, die da reinkommen, das ist also immer noch Made in Germany. Dann hast du hier noch was mitgebracht. Der ist jetzt wahrscheinlich dafür dazu, dass er nicht passt. Nee, der ist dafür nicht ausgelegt. Das heißt, wir sind hier in... Warte, passt der hier? Richtig, genau. Also ihr seht, das ist alles live hier. Ich will ja auch immer dumm bleiben bei Drehbeginn, damit ich schlauer rausgehe und nicht alles immer vorher schon weiß. Jetzt musst du so weit drehen, bis der packt. Ja. So genau ist es da drin. Also hier ist eben eine Schraube drin, um das hier auch zu fixieren. Das heißt, du kannst ihn in die richtige gewünschte Bewegung hinbringen. Und jetzt hast du einen Winkelhammeraufsatz. So, und jetzt kannst du um die Ecke hämmern. Richtig. Und das ist eben der große Vorteil von dem Aufsatz. Der überträgt nicht nur die Drehbewegung, sondern auch den Schlag. Das heißt, ich habe hier einen Hammerschlag um die Ecke. Und das ist so das Besondere. Es ist aber kein Schlagwerk hier drin, sondern der überträgt die Schlagenergie. Genau. Das sind zwei Stangen, die unter 45 Grad im Winkel zusammengeordnet sind und da kommt der Schlag und durch den Anpressdruck geht das wieder zurück. Klingt abgefahren. So, ich probiere das jetzt mal aus. Es ist zwar kein Beton und wir wollen jetzt hier nicht Eiche mit Schlagbohren malträtieren. Außerdem ist es jetzt ein bisschen hier ohne Fixierung, aber ich will einfach nur mal gucken mit dem Schlag. Ja, also Schlagbohren oder Hammerbohren in Eiche, warum auch nicht, weil man es kann. Ja, krass, wer benutzt das denn? Die Fensterbohrer zum Beispiel, Badezimmerfenster sind teilweise nur kleine Dinger. Und da kommst du mit dem Bohrhammer selbst mit Flexi-Klick nicht so rein. Und hier hast du Möglichkeiten, um das anständig zu befestigen. Es gibt zum Beispiel auch Schlosser bei Geländern oder ähnlichen Sachen, wo du nicht so dran kommst. Und die Bohrhammer haben ja natürlich immer irgendwo eine gewisse Größe. Und hier haben wir wirklich den Vorteil, eine sehr kleine Kopfform zu haben. Auch hier wird eine gewisse Schlagenergie durch den Winkelaufsatz natürlich absorbiert. Das heißt, er hat nicht die komplette Schlagenergie des Werkzeuges, aber du kommst damit rein in Beton, in Stein oder wo auch immer für Materialien und musst nicht irgendwo schräg bohren und so weiter. Das ist also schon ein großer Vorteil insgesamt. Ich meine, du hast ja schon einen etwas längeren Bohrer. Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen Fünfer oder sowas hättest, dann hättest du zusammen... Der wäre ja ungefähr so bis hier. Dann hätten wir eine Länge von unter, ja, also 17 cm. Genau. Und gerade dann, diese Befestigung ist hauptsächlich ausgelegt, um Dübel zu setzen, weil ich ja irgendwas festmachen will. Das Fenster, das Geländer oder ähnliches. Und hier hast du dann eben auch nochmal, auch diese Zehnerbohrer gibt es auch nochmal kürzer, sodass du da eben wirklich in die Nische arbeiten kannst und da ein Dübelloch reinbringen kannst. Also das ist ein großer Vorteil insgesamt. Da ist das ja ein echter Problemlöser. Genau, und das ist eben gerade das, weil es eben im Katalog so ein stiefmütterliches Dasein fristet, habe ich mitgebracht, damit ihr das auch mal wisst und kennt. Und wenn ihr solche Probleme habt, habt ihr jetzt die richtige Lösung dafür. Ja, wir verlinken euch das. Passt so, dann jetzt, für?
Alle, die einen 50er Spindelhals haben. Wir hatten noch mal eins mit einem 43er Spindelhals. Mittlerweile sind die Hammer von der Energie eben so groß, dass wir jetzt eben auch einen größeren Durchmesser brauchen. Dementsprechend alle mit dem 50er Spindelhals. Da passt das. Spindelhals ist das hier. Ja, ja, klar. Das ist auch da, wo der Zweithandgriff dann letztendlich sitzt. Genau, ne? Richtig. So da, wo der Zusatzhandgriff ist, da passt das. Jetzt gibt es aber noch eine Funktion. Ist dieser Freilauf oder was, ne? Oder wie nennt man das? Also da, wo der Bohrer oder Meißel sich frei dreht. Wozu? Also wir haben jetzt hier insgesamt vier verschiedene Verstellungen. Ne? Gehen wir erstmal auf die anderen. Hier habe ich jetzt sozusagen den Schlagstopp. Das heißt, ich bohre nur drehend. Da ist Hammer und Bohrer eben abgebildet. Das heißt, ich habe den Hammer-Bohrer-Effekt. Und hier, wo der Hammer drauf ist, ist eben hauptsächlich die Meißelfunktion. So, und hier ist dafür da, wenn du jetzt einen Flachmeißel hast oder so einen Fliesenmeißel und du steckst den rein, dann ist der nie in der idealen Position. Mhm. Und jetzt drehst du da drauf. Und jetzt hast du die Möglichkeit, den zu bewegen. Das heißt, das Getriebe ist ausgekuppelt und du kannst ihn in die richtige Position, wie du den ergonomisch am besten brauchst, einstellen. Mhm. Und gehst dann auf Hämmern, dann ist er fixiert, kann sich nicht mehr bewegen und arbeitet in der ergonomischen Position, wie du ihn eingestellt hast. Mhm. Richtig. Und das ist jetzt bewusst ein Fliesenmeißel, wenn wir da nochmal drüber gehen. Warum? Weil wir haben jetzt eine geköpften Meißel, dass du nicht mehr den Fingern irgendwo wie bei den normalen Flachmeißeln immer an der Wand die Finger aufhaust. Deswegen ist der geköpft. Und hat hier hinten den Hinterschliff. Das heißt, hier kommt die Wand und du haust wirklich mit der Energie sauber zwischen Wand und Fliese und nicht in die Fliese oder in die Wand. Mhm. Also beschädigst du mit den Fliesenmeißeln auch die Wand nicht. Mhm. Manchmal hast du Fliesen auf Gipskarton oder auf anderen weichen Untergründen. Da gehst du nicht in die Wand rein, sondern der ist eben dafür ausgelegt, dass du genau dazwischen arbeiten kannst und ergonomisch richtig bist. Und das ist eben der Vorteil. Und wenn du den jetzt anders halten möchtest, ja, drehst du den, wenn du zum Beispiel Bodenfliese oder was auch immer abmachst, in die richtige Position. Okay, das heißt, also im Prinzip, du würdest das dann vielleicht in der Praxis gar nicht hier irgendwie so Pi mal Daumen drehen, sondern du setzt jetzt meinetwegen an, okay, wie passt das? Mhm. Meinetwegen so, und dann fixierst du den. Ja, und der ist fast stufenlos, ne? Ja, der ist jetzt fixiert. Okay, cool. Ich glaube, das wussten einige auch noch nicht. Aber wenn du schon sagst hier mit Meißel, du hast das noch mitgebracht. Ja, ist auch so ein Exot. Das ist ein Stemmeisen. Also tatsächlich sowas hier genau. In der Form. Mhm. Das kennt ihr ja. Das hat man so, wenn man mit Holz arbeitet. Das ist jetzt auch für Holz, ne? Ja, genau. Das ist für Holz ausgelegt. Das ist also jetzt nicht, um in die Wand reinzugehen. Das ist so kein Meißel, sondern das ist eben für die Holzbearbeitung ausgelegt, um ein Zapfenloch zu stemmen oder ähnliche Sachen. Kann ich das mal ausprobieren? Ja, klar. So, jetzt wird es wieder interessant. Ich packe das jetzt einfach erstmal rein. Jetzt gehe ich auf Drehen. Drehen. So, und jetzt will ich natürlich nicht drehen. Das sieht ja lustig aus. Und was immer ein guter Tipp ist, vorm Arbeiten Akku rein, dann geht das etwas leichter. Da braucht ihr nicht mit der Hand hämmern. Geht wahrscheinlich auch, dauert nur länger. So. Ich sag mal, Präzision ist anders, aber das liegt wohl eher am Bediener. Außerdem so eine verleimte Arbeitsplatte, die ist natürlich jetzt hier rausgebrochen. Und gegen die Faser geht auch nicht so gut. Ja, genau deswegen machen wir normalerweise vorher mit dem Hammer erstmal seitlich, dass die Begrenzung sozusagen am Anriss immer so ran und dann hebst du das aus. Das heißt, das Ausreißen kannst du dadurch verhindern, indem du erstmal lotrecht da deine Position der Größe des Loches oder ja, der Nut oder was auch immer. Deswegen hätte ich das von der anderen Seite gemacht, immer in Richtung Mitte des Holzes, damit du am Rand nicht ausreißt. Ja, aber so ist es halt, ne? Das unterscheidet halt den Profi vom Nicht-Profi. Also es funktioniert, ne? Ja, es ist zwar nicht schön, aber es wird funktionieren. Wenn ich dann auch noch so mal ein bisschen üben würde, dann wäre ich da guter Dinge. Erinnert mich so ein bisschen an zwei smarte Werkzeuge, die wir euch mal für den Bohrhammer gezeigt haben. Nämlich einmal den Nagler
Das ist ja im Prinzip so ein kleiner Pin und da haben wir halt Nägel mitgenagelt. Dafür sind sie ja da zum Nageln. Ja, genau. Das war wirklich eindrucksvoll. Das ging weg wie nix. Und ja. Dann haben wir euch noch mal so einen Bodenanker-Nagler gezeigt. SDS Max allerdings. Das geht so ein bisschen in die Richtung, ne? Ja, den haben wir auch schon ewig im Programm. Und du merkst auch die Energie, weil das Ding wird warm. So, wenn wir jetzt gerade bei dem Thema sind, jetzt ohne Drehbewegung zu bohren, sondern zu meißeln, habe ich jetzt hier noch weitere Meißel mitgebracht. Und zwar habe ich jetzt hier nochmal den Flachmeißel. Auch hier ist der so ausgelegt, dass wir in eine Richtung arbeiten. Das heißt, da wo ich es absprengen will, in die Richtung geht das und die Masse des Materials, das heißt, die Wand ist hier. So, das heißt, es ist auch so eine Art Schärfungseffekt, den wir hier haben. Aber hier ist hauptsächlich diese Nasen sind ausgelegt, damit das Material besser und schneller abgearbeitet wird. So, ist also kein Fertigungsfehler. Dann heißt es immer selbstschärfende Meißel. Ich finde den Ausdruck immer ein bisschen unglücklich, dieses selbstschärfend, weil der Meißel ist ja nicht scharf. Ich schneide mich ja nicht da dran. Aber ich habe immer eine arbeitsfähige Spitze. Das heißt, aufgrund dieser Form wird das Material vorne abgetragen und es bleibt eben dünn, weil das hier außen von der Härtung her weicher ist als der Kern, sodass ich immer eine arbeitsfähige Spitze habe. Und früher waren die gerade hier. So, und jetzt ist das so wie eine Schraube gewendet. Warum machen wir das? Damit das Material in der Anwendung auch abgesprengt wird, weil das dadurch eben hier an den Flanken weggedrückt wird. Früher waren die gerade und haben sich dann reingefressen. Du hast dann hebeln müssen, um das rauszukriegen. Ja, kenn ich. Und kennst du, genau. Und das verhindert das eben. Durch diese Wendelung werden die Flanken eben seitlich weggedrückt des Materials. Und dadurch hast du ein bisschen wesentlich schneller und angenehmer und musst eben nicht diese Hebelbewegung machen, die nicht so gut fürs Bohrfutter sind. Gibt's auch die Funktion, dass wenn du meißelst, der Meißel sich einfach auch drehen kann, wie er möchte? Wenn das jetzt so ein Rundmeißel wäre oder sowas? Also, sobald du einen normalen runden Meißel hast, da kannst du natürlich, gibt es Bohrhämmer, wo du den Schlag bzw. die Drehbewegung nicht abstellen kannst. Ja, gibt es immer noch solche Hämmer. Und da kannst du natürlich die ganz normalen runden Meißeln auch noch dafür einsetzen. Er dreht sich zwar, aber du kannst dann auch leichte Meißler-Tätigkeiten machen. Ich sage mir lieber bei den kleinen Hammern eher picken, weil Meißeln ist für mich eben ab SDS Max. Mhm. Ja. Weiter, Hämmer haben wir hier auch noch, beziehungsweise Einsätze für den Bohrhammer. Sieht aus als wie Meißel. Ein Flug. Genau, deswegen heißt er auch so, Flügelmeißel. Ja. Kannst jetzt nicht mit fliegen, sondern die Flanken hier, also die Flügel, sorgen einfach dafür, dass du nicht zu tief eindringst. Das ist ein ideales Gerät, um Kabelkanäle zu machen. Oder wenn du mit der Mauernotfräse entsprechend gearbeitet hast, dass du den Steg innen ausbrechen kannst. Haben wir auch schon mal gezeigt, ja. Smarte Werkzeuge. Nee, also da sowas ist eben auch schon Ewigkeiten im Programm. Das weiß eben noch nicht jeder, deswegen zeigen wir das. Oder ähnlich sowas auch, dass du dann eine Nut machen kannst, auch in Beton, in harten Materialien. Das sind alles solche Spezialisten, die wir im Programm haben, die ich euch mal vorstellen wollte. So, jetzt haben wir natürlich jetzt hier über die Standardsachen geredet. Jetzt habe ich natürlich hier die ein oder anderen Exoten noch mit dabei. Zum Beispiel das hier. Da gehört auch der Zusatzhandgriff drauf, den habe ich jetzt hier abgemacht, um das zu zeigen. Den kennt ihr schon, das ist für den aktuellen 18V-60 Flexi-Click, ja, Hammeraufsatz, Drehkraft vorher richtig auf den Bohren stellen, zweite Gang und Rechtslauf. Dann habt ihr den Hammervorsatz und könnt eben jetzt auch mit dem Akkuschrauber in Stein und Beton arbeiten. Okay, da macht aber der erste Gang jetzt wirklich keinen Sinn, weil du einfach die Schlagenergie, die Geschwindigkeit brauchst. Du brauchst die Geschwindigkeit, genau. So, jetzt ist es natürlich die Sache, was wir hier haben. Es hieß immer 12 Volt Akkubohrhammer. Brauchen wir jetzt nicht mehr so direkt, weil wir haben jetzt hier für den 12 Volt, für den GSR 1235 FC, also Flexi-Click, einen Hammeraufsatz. Da gehört natürlich auch der Zusatzhandgriff drauf, aber hier habe ich auch die Möglichkeit, den Hammeraufsatz auf ein 12-Volt-Gerät zu machen. Das heißt, wenn ihr jetzt kein 18-Volt-System habt, habt ihr jetzt in Zukunft auch die Möglichkeit, mit einem 12-Volt-Gerät entsprechend auch Hammerbohrungen zu erledigen. Ich glaube, da freuen sich ganz viele doll. Ja, genau. Oder? Da kann ich auch noch eine Frage eingehen, das immer wieder kommt. Wir sind jetzt hier mit der Größe, insgesamt der Kopfgröße von den Geräten immer relativ klein. Und um eben in engen Nischen zu arbeiten. Jetzt sind hier zwei Anwendungen sehr nah beieinander. Einmal das Lösen des Aufsatzes, egal welcher Aufsatz, und die Drehkraftvorwahl. Und jetzt habe ich schon oft gehört, dass Leute auch die Drehkraftvorwahl geändert haben, aber so gefasst haben, dass sie die Fixierung hier auch mitgelöst haben.
Und dann ist der nicht richtig fest und irgendwann kann der Aufsatz losgehen. Das ist natürlich unglücklich, aber der Vorteil des kurzen Kopfes überwiegt da. Und deswegen sagen wir, hey, wenn ihr jetzt die Aufsätze drauf macht, dann achtet drauf bitte, dass die Verriegelung, die ihr hier habt, entsprechend auch immer da bleibt, wenn ihr hier vorne den Aufsatz verdreht. Wenn ihr den Grund wisst, warum das passiert, ja, warum der aufgeht, immer dann, wenn ich die Drehkraftvorwahl verändere, das ist der Hintergrund. Und das hast du vielleicht auch schon mal erlebt, dass das ein Problem sein kann. Also immer darauf aufpassen, wenn ihr die Drehkraft verändert, nicht den Aufsatz lösen. Und jetzt haben wir hier noch einen kleinen Gimmick, den wir zusätzlich haben. Der ist jetzt hier für das 12-Volt-Gerät ausgelegt. Das ist ein Gürtelclip. Das heißt, wenn ihr mit dem schraubt oder andere Anwendungen macht und wollt danach Hammer bohren, dann braucht ihr den nicht in die Kiste zu packen, sondern packt das euch irgendwo in die Hose. Ja? Und wenn ihr dann Hammer bohren wollt, macht er den drauf und habt den immer wieder direkt zur Verfügung. Okay, gilt aber für den Aufsatz, weil wenn du den jetzt so hier führst, macht es keinen Sinn, weil da bist du vom Schwerpunkt ein bisschen. Der ist nur für den Aufsatz und auch hier sind die Synergien da. Das heißt, auch der Aufsatz hier, der ist eben auch dafür ausgelegt. Der ist auch in der Regel dann im Lieferumfang mit dabei. Den habe ich jetzt nur abgemacht, weil das noch ein Marketing-Sample ist und da war der nicht dabei. Marketing-Sample heißt, das Gerät ist noch nicht verfügbar? Das ist ein Vorserienprodukt, das ist aktuell noch nicht im Programm, aber das wird kommen. Vor Weihnachten noch? Als Weihnachtsgeschenk? Weiß man nicht. Fragen wir mal den Nikolaus und den Weihnachtsmann vielleicht. Nikolaus ist ja 6. Dezember, ja. Wäre es ja noch vor Weihnachten. Mhm. Ne? Das wäre schön. Denn ich glaube, da warten viele drauf. Mhm. Und ich meine, ihr seid ja Pionier im Bohrhammer-Bereich. Mhm. Ihr seid ja auch einer der Marktführer im 12-Volt-Bereich. Deswegen denke ich ja auch, dass viele sich so ein 12-Volt-Bohrhammer von euch wünschen würden. Ja. Ich sag mal, ihr könnt ja mal eure Meinung zu dem Gerät unter das Video schreiben. Ich finde es gut, dass es sowas im 12-Volt-Bereich gibt. Allerdings, generell jetzt, Bohrhammer 12 Volt, sind wir natürlich schon wieder relativ... Ja, also, ne, muss ich ja noch sagen, irgendwo ist der Bohrer wahrscheinlich schwerer als das Gerät. Der ist natürlich nicht dafür ausgelegt, sondern das ist eben diese kleinen Bohrer. Aber wir wollten jetzt nicht eine zusätzliche Aufnahme kreieren. Das hatten wir mal im grünen Bereich, so eine SDS-Quick-Aufnahme. Das waren Bohrer, die nur für ein Gerät konzipiert worden sind. Und die Verwendermeinung war, das Gerät ist super, aber ich kriege die Bohrer nicht überall oder die kosten mehr. Und ich habe die SDS-Plus-Bohrer. Und deswegen sind wir jetzt eigentlich darauf ausgegangen, dass der Verwender seinen gesunden Menschenverstand einsetzt und das versteht, dass ich hier dieses Bohrer, obwohl der reinpasst, mit dem Gerät einfach nicht betreiben kann. Bin ich da denn seid ihr klug genug für. Bin ich denn verpflichtet, hier den Zweithandgriff zu verwenden? Wenn ich jetzt sage, ich will einfach ein 5er Loch, könnte ich nicht so? Steht alles in der Bedienungsanleitung. Okay, also die Bedienungsanleitung müsst ihr lesen. Da steht auch der zweckmäßige Gebrauch des Gerätes, ja, dass ich jetzt eben zum Beispiel nicht in Flüssigkeiten arbeiten kann und solche Sachen stehen da eben mit drin. Ja, dass ich den nicht Hofer stand früher in der Bedienungsanleitung 25 km/h. Ja, genau, 25, ja, genau, Flori 3-Gang, kenne ich alles, ja. Was hast du noch? Hast du noch was? Ja, natürlich habe ich noch was. Wir haben jetzt teilweise auch noch Hammerbohrer, die ausgelegt sind, die dann so aussehen. Das sind zwar Hammerbohrer bzw. hammerfähige Bohrer, aber für ein Rassenschlagwerk. Ja? Also nicht für einen rein SDS-Plus-Bohrhammer, sondern die sind auch schlagfest für eine Schlagbohrmaschine. Und deswegen eben auch hier diese komischen Erhöhungen, die wir haben, die dafür sorgen, weil ich beim Dreipacken Schnellspannbohrfutter diese drei Backen habe, dass der wirklich packt und die Drehkraft auch übertragen wird. Ist also kein Fertigungsfehler, also ist bewusst so gemacht, dass ich auch die Geräte benutzen kann. Ja? Beim Flexi-Click funktioniert das natürlich nicht, weil der kein Rastenschlagwerk hat, sondern den Hammeraufsatz. Also da immer bei den Schlagbohrmaschinen kann ich die einsetzen, aber nicht beim Flexi-Click. Okay, also das sind Schlagbohrer, keine Hammerbohrer. Genau. Und die Innovation ist einfach hier diese zusätzlichen Rastungen. Mhm. Ja, das passiert sehr oft. Das passiert auch gerade bei Metallbohrern, wenn ich das Bohrfutter nicht richtig fest habe und ich bohre und bin gerade durch, da kommt dieser Schraubeffekt. Und dann kann es schon mal sein, dass der Bohrer fest sitzt und der Schrauber weiter dreht und dass der Bohrer im Bohrfutter eben fixiert ist. Klar, kennt man. Aber das bedingt natürlich, dass diese Rastung jetzt an einem Punkt ist, wo der Platz auch dafür da ist. Ne? Richtig, genau. Ansonsten wird der Bohrer eben nicht richtig packen und eiern und das kriegst du dann durch ein bisschen Drehen des Bohrers in die richtige Position. Okay. Gibt es seit wann? Hatte das schon mal jemand oder habt ihr das jetzt erfunden? Das haben wir jetzt schon seit bestimmt 6, 7 Jahren im Programm, diese Variante, dieses Syl-5-Bohrer. Und
Wusste ich nicht. Ist ja ein smartes Werkzeug. Verlinken wir. Wusste ich nicht. Aber jetzt wissen wir es. Genau. Noch was? So, haben wir schon erzählt, dass jetzt hier diese langen Bohrer eben auch mit SDS Plus Aufnahme gibt, also auch bis zu einem Meter. Ist auch ganz wichtig, weil wir hier eben auch entsprechende Anwendungen haben. Meistens dann, wenn ich irgendwo durch eine normale Wand eben mal schräg arbeiten möchte, schräg in den Keller, weil die Wände nicht gleich dick sind zum Beispiel. Die Kellerwände sind manchmal dicker als hier oben die normalen Mauern. Und wenn ich dann schräg arbeite, habe ich dann eben die Möglichkeiten, eben auch mal durch eine 36er Wand eben auch schräg diese Neigung auch durchzukommen. Oder ich sag mal in Altbauten, alte Kirchen oder so weiter, die eben noch ein riesen Fundament, riesen dicke Wände haben, da will ich ja auch irgendwann durch und deswegen gibt's die. Und auch hier immer der Tipp, nicht mit einem dünnen Bohrer vor, weil sonst der Schraubeneffekt kommt, das kriegst du nie wieder raus, so ein Bohrer, wenn er sich richtig festgesetzt hat in der Länge. Also ich würde auch hier kurz anfangen mit dem gleichen Durchmesser, dann Mittelbohrer ansetzen und dann erst zum Schluss den Rest mit dem langen Bohrer durchbohren. Okay, also kurz, ja. Mittel, lang, statt dünn, dicker, dick. Ja, genau. Am dicksten. Am dicksten, wie auch immer, ja. Ja, also das bringt es auch nicht. Und das ist eben ein Verkanten des Bohrers im Bohrloch eben zwingend, wirklich eine Gefahr. Das hast du dann teilweise auch bei Bohrern, deswegen musst du gucken, was du für einen Bauer hast. Es gibt, teilweise haben die früher zwei, lagig gemauert. Die haben vorne eine Mauer und hinten eine Mauer gehabt, gerade bei Bogen oder so. Und in der Mitte haben sie den ganzen Schrott reingepackt, also was sie so über hatten. Und wenn du mit so einem Hammerbohrer dann arbeitest, dann kann es sein, dass in der Mitte das Zeug in die Wände reinfällt. Und du dann ein Riesenproblem hast, weiterzukommen, weil das eben auch bremst. Und deswegen ist ganz wichtig, auch bei SDS Plus, dass du das auf Linkslauf auch rauskriegst. Und das ist jetzt die Überleitung zu dem GBH 36. Dankeschön. Weil was haben wir hier? Bei einem SDS Max Bohrhammer, wir haben hier Linkslauf. Das heißt, ich habe jetzt hier den ersten Bosch Bohrhammer und Akkubohrhammer, Schrägstrich, der links drauf hat. Und das ist ganz wichtig, überall da, wo ich mich festsetze, nicht nur an den Steinen in diesem zweilagigen Mauerwerk, sondern auch im Armierungseisen. Wie oft verhake ich mit dem Bohrer im Armierungseisen? Bei SDS Plus habe ich die Möglichkeit, das Ding rauszudrehen, rückwärts, wenn die Kraft da ist. Und bei SDS Max war das nie eine Option. Da habe ich schon die wildesten Sachen gesehen, dass sie da mit dem Winkelschleifer den Bohrer abgetrennt haben und so Sachen. Das braucht ihr hier nicht, weil der hat eben Linkslauf. SDS Max mit Linkslauf macht aus dem Gesichtspunkt sicherlich Sinn. Und getreu dem Motto, ihr kommentiert, Bosch spendiert. Bosch? Ich habe es ja nur initiiert. Bosch initiiert, Bosch spendiert, ihr kommentiert. Hauen wir jetzt hier einen raus für euch, nämlich GBH 18V 40C, das heißt 40 mm Durchmesser, könnt ihr demnächst problemlos in feinstem Beton bohren. Aber man will ja auch wissen, wo man bohren muss. Deswegen würde ich sagen, wir hauen noch einen raus. Geben hier noch den neuen GLM 50 dazu und noch einen Aal. Aal haben wir nicht, aber einen Akku, ne? Mit Ladegerät. Also Kompletti mit Koffer. Und was sollt ihr machen? Unter dem Hashtag Bohrhammer schreibt ihr jetzt einfach mal eure Erfahrung zum Thema Bohrhammer, eure Bedürfnisse, eure Anwendungsfälle. Ihr könnt auch eure Ideen, eure Anregungen für das nächste Video schreiben, wenn Michael wieder beim nächsten Bosch Expert Talk bei uns zu Gast ist. Und in diesem Sinne, haut rein in die Tasten. Ne? Ich denke mal, es lohnt sich. Denkt auch an unseren Adventskalender, weil das ist erst der Anfang. Und zwar nicht vom Ende, sondern vom Adventskalender. Ne? In diesem Sinne, macht's gut, bleibt uns gesund und tschüss und bis dann. Ja, macht's gut. Ciao. Ja, ich kann ja immer nur vom Listenspreis. Ich kann ja immer nur vom Schweiß. Schweiß, richtig. Outtakes. Ja, wir hatten ja neulich auch mal. Dann hast du die 155. Ich hatte früher mal ein Hängebauchschwein. Das hat. Du hast schon wieder eins. Gepimpt, so. Ja. Oh, Alter, das ist noch ein Outtake. Michael, erzähl mir noch mal was. Das Reh springt hoch, das Reh springt weit. Warum auch nicht? Es hat ja Zeit. Heinz Erhard. Gut, okay. Es treiben Gerüchte, dass Hülsenfrüchte in Mengen genommen nicht gut bekommen. Oh. Ich finde das fein. Ich möchte auch mal ein Playboy sein. Playboy, okay. Oh. Das war auch Heinz Erhard.